Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier bei Nuviso. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute werden wir einen kleinen Ausflug machen in die Zeitgeschichte. Denn genau jetzt, wo wir das hier drehen, vor 20 Jahren ist etwas passiert, was bis heute eine große Auswirkung hat und was oft in seiner Bedeutung gar nicht so erkannt wird. Und das ist der Krieg gegen Jugoslawien, der 1999 gestartet wurde im Frühjahr. Es ist ja so, wenn wir die Zeitgeschichte anschauen, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, so die Mutter aller Lügen und das ja große prägende Ereignis, das war 9/11, ja, 2001. Aber was 1999 mit dem Jugoslawienkrieg geschehen ist, mit dem Angriff der NATO auf Jugoslawien, das ist in seiner Bedeutung vielleicht von einer ähnlichen Dimension. Denn was da passiert, das ist ein Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel. Man hat wirklich etwas auf etwas Neues umgestellt. Und es ist auch ein sehr persönliches Thema, denn ich habe das damals live mitbekommen, also mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und mir war, während die Ereignisse gelaufen sind, war mir schon klar, dass hier im ganz Großen jetzt eine Weiche gestellt wird. Ein Präzedenzfall geschaffen wird. Es hat zu tun mit der Ablösung des alten Völkerrechts, des Verständnisses, was Völkerrecht ist. Und das war sozusagen der Vorgänger, der Präzedenzfall, die Blaupause, wenn du willst, für viele, viele militärische Einsätze, Kriege, die wir jetzt in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Und vereinfacht gesagt, glaube ich, ist, dass 9/11 das Ereignis war, was die Menschen dazu gebracht hat, diesen Paradigmenwechsel auch komplett zu vollziehen. Aber der Paradigmenwechsel, der wurde eben vollzogen, aus meiner Sicht, in diesem Angriff gegen Jugoslawien. Darum wird es heute gehen. Und lass uns mal einsteigen, vielleicht so ein bisschen in der Vorgeschichte. Ich meine, 1990, ihr könnt euch erinnern, Ende des Kalten Kriegs. Ja, also, oder spätestens 91, 92, als die Sowjetunion sich aufgelöst hat, war klar, der Kalte Krieg ist vorbei. Und es war so in Deutschland auf jeden Fall, und ich schätze in vielen Bereichen Europas und vielleicht der Welt, war dieses Gefühl da, jetzt kommt eine Friedensphase. Und jetzt können wir vielleicht sogar die sogenannte Friedensdividende einfordern. Wir brauchen nicht mehr diese riesen Militärblöcke, weil das hat sich aufgelöst. Dieser Dualismus NATO gegen Warschauer Pakt, das ist jetzt zu einem Ende gekommen. Und wir brauchen dann keine so großen Armeen mehr. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache. Die Idee war, jetzt müssten sich eigentlich ganz viele Ressourcen frei werden, die wir dann in zivile Projekte stecken können, auch Infrastruktur. Damals war die Idee groß, jetzt wo die Mauer gefallen ist, dieser eiserne Vorhang, dass jetzt wirklich auch in Europa oder auch hin nach Osten hin, dass da die Dinge zusammenwachsen. Ein Thema, was wir auch schon öfter gestriffen haben, also dass der in dem Kontinent Infrastrukturen laufen und dass es sich dort verbessert. Das war alles so die Idee. Und es ist aber dann sehr schnell klar geworden, dass das Ende des Kalten Kriegs keineswegs bedeutet, dass jetzt die große Friedenszeit anfängt. Sondern man konnte das sehen schon 1991, 92 mit dem ersten Golfkrieg der Amerikaner. Erster Golfkrieg, schwierig, weil eigentlich ist der erste Golfkrieg der in den 80ern schon gewesen, zwischen Irak und Iran. Das nennt man den ersten Golfkrieg. Aber ich benutze jetzt die Formulierung, der erste Golfkrieg, wo die US-Amerikaner mit am Start waren. Das war diese Geschichte, wo Saddam Hussein, Staatsführer von Irak, Kuwait annektiert hat. Und daraus ist dieser erste Golfkrieg entstanden. Und wenn ich mich daran erinnere, so. Also ich war damals noch jung, aber schon erwachsen. Und da habe ich schon studiert, war so schon ein aktiv Beobachtender oder ich habe das alles schon wahrgenommen, was dort passiert. Also es war jetzt nicht wie meine Teenie-Zeit, wo es einfach mir vorbeigegangen ist. Ich habe mich da schon mit beschäftigt. Und die Stimmung damals in Deutschland, kann ich mich noch so gut erinnern, als dieser Golfkrieg war, die Menschen hatten Angst und die Menschen waren entsetzt vor dem Krieg und es gab völliges Unverständnis. Damals gab breite Volksmassen, die demonstriert haben. Kein Blut für Öl war damals wirklich ein Schlagwort. Ich kann mich erinnern, ich habe in der Zeit in Bamberg gelebt, als es dann losging, die Menschen sind in die Kirchen gegangen zum Beten. Der Bamberger Dom hat nachts aufgehabt und Mahnwachen waren überall. Und nicht jetzt nur von irgendwelchen Randgruppen oder sowas, sondern das war diese bürgerliche Mitte auch, die einfach die Angst hatte vor diesem Krieg. Ja. Und
da konnte man schon erkennen, okay, aus dieser Friedensära wird nichts. Also es geht in eine andere Richtung. Aber interessant finde ich, dass eben Deutschland oder auch die Öffentlichkeit da noch so sensibel darauf war. Und dieser Krieg, der war absolut unpopulär in Deutschland. Ich meine, es gibt immer dann verschiedene Gruppen, manche waren vielleicht dafür. Aber die Mehrheit in Deutschland war definitiv gegen diesen Golfkrieg. Und auch politisch wurde er nicht unterstützt. Damals war noch Helmut Kohl an der Regierung. Und Deutschland hat zumindest offiziell nicht an diesem Krieg teilgenommen damals. Ja. So war die Ausgangssituation Anfang der 90er. Und es war aber klar, oder es war da schon zu erkennen, es ändert sich etwas. Und dann hat man in den darauffolgenden Jahren, in den 90ern, Schritt für Schritt auch daran gearbeitet, die Bevölkerung in Deutschland so weit zu bringen, zu akzeptieren, dass es wieder Auslandseinsätze gibt, dass das deutsche Militär auch wieder aktiv kämpft. Ich komme aus einer Generation, also ich bin in den 80ern in die Schule gegangen. Ich glaube, es ist egal, ob du in Westdeutschland oder in Ostdeutschland in die Schule gegangen bist. Was da wirklich so ein Konsens war, das war so der ganze Konsens aus der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs war, von deutschem Boden wird kein Krieg mehr ausgehen. Das war absolut in Stein gemeißelt, und zwar in West- und Ostdeutschland. Das galt als fix. Und an diesem Ding wurde eben Schritt für Schritt gefeilt. Und ich kann mich erinnern, auch das war vielleicht 92 oder 93, da ging es mal darum, um die Frage, ist es denn verfassungsgemäß, ob deutsches Militär oder Militärangehörige, und in dem Fall reden wir nur von Sanitätssoldaten, ist es denn verfassungsmäßig okay, wenn die im Ausland einen Einsatz machen? Und die Frage, wo sich das da 1992, 93 war das, wo da lange diskutiert wird, da ging es um einen Einsatz von 100 Sanitätssoldaten. Also keine Leute mit Waffen oder sowas, sondern wirklich Sanitätssoldaten für einen Einsatz in Kambodscha. Ein Land, wo zu dem Zeitpunkt auch gar kein Krieg mehr war, also wo es sozusagen nur darum ging, medizinisch unterstützend zu wirken. Und über diese Frage hat man damals wirklich im Bundestag und in der Öffentlichkeit, in den Medien, in Kommentaren und so weiter, man hat da monatelang, gefühlt war das fast ein Jahr lang, darüber diskutiert, ob das okay ist, verfassungsmäßig, dass wir da deutsche Sanitätssoldaten in einen Einsatz schicken, wo die wirklich nur als Sanitäter und Ärzte auftreten. Ne? Und da hat man so lange darüber diskutiert. Und das war 1992. Und wenn ich dann schaue, wie dann wenige Jahre später, 1999, wie dann wirklich dieser Paradigmenwechsel vollzogen wird, dann ist es einfach für mich nach wie vor, wenn ich heute drüber nachdenke, krass zu sehen, wie innerhalb eines Jahrzehnts, innerhalb dieser 90er Jahre, wieder die Bereitschaft der Menschen, diesem neuen Paradigma zu folgen, wie das funktioniert hat. Ja. Und das Entscheidende war dann eben dieser Jugoslawienkrieg. Jetzt, Jugoslawienkrieg, das sind mehrere Kapitel letzten Endes. Ja. Ich meine, es ging schon los 1991 mit Slowenien und dann Kroatien und so weiter. Aber was ich mich jetzt heute konzentrieren will, das ist, was 1999 passiert ist. Und 1999 gab es den NATO-Angriff auf Jugoslawien. Oder Restjugoslawien, das war dann eigentlich nur noch Serbien und Montenegro, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Kapitel des Jugoslawienkriegs nennt man den Kosovo-Krieg. Manche sprechen auch von Kosovo-Konflikt, wobei da schon deutlich wird, dieser Euphemismus, diese Verniedlichung, diese Verharmlosung, weil es war nur ein Konflikt. Nein, es war kein Konflikt, es war ein Krieg. Es war ein Krieg. Ja, mit all dem, was ein Krieg ausmacht, mit schweren Waffen ausgesetzt, mit Opfern bei der Zivilbevölkerung, im großen Stil. Es war nicht ein Konflikt. Konflikt klingt so harmlos, weil Konflikte sind okay. Wir haben alle mal Konflikte und da gilt es auch keine Angst davor zu haben. Wir sollten unsere Konflikte auch austragen. Aber das war ein Krieg. Das ist eine andere Sache. Ja. Und es war ein Angriffskrieg von der NATO auf ein souveränes Land. Es gab immer noch den Staat Jugoslawien. Ja. Und es war ein Angriffskrieg. Es war ein Bruch des Völkerrechts. Es gab auch damals kein UN-Mandat dafür. Also es war eine Aktion, die NATO durchgezogen hat. Ja, vielleicht muss man noch ein bisschen so diese Situation dort mal betrachten. Und das ist schwierig, das sage ich euch gleich, weil wir reden vom Balkan. Und das ist generell schwierig, das zu analysieren, ohne dass man irgendjemand auf die Füße tritt. Balkan ist eine Region, es ist historisch schon so,
die über die letzten 1000 Jahre immer umkämpft war. Und wo wir sehr viele kleine Volksgruppen haben, verschiedene Religionen, verschiedene Ethnien, die dort auf kleinen Raum aufeinandertreffen. Und es gab dort in den letzten 1000 Jahren permanent Verschiebungen. So. Das Kosovo selbst ist eine Region, die hat halt gehört zu Jugoslawien und innerhalb Jugoslawiens zu Serbien. Wobei in Jugoslawien, kann man so gar nicht sagen eigentlich, dass es zu Serbien gehört hat, weil es war eine autonome Republik. Aber dieses Kosovo ist eben typisch für den Balkan eine Gegend, wo du halt verschiedene Ethnien leben hast. Du hattest vor allem in erster Linie die Kosovo-Albaner und du hattest die Serben. Aber nicht nur, es gibt auch jede Menge noch kleinere Ethnien, zum Beispiel auch Sinti, Roma und so weiter. Also es ist eine ganze Reihe Leute dort. Aber so der Hauptkonflikt, um den es dort ging bei diesem Kosovo, das ist Serben und Albaner. Und Die Probleme, die da sind, die sind auch nicht erst in den 90ern entstanden, sondern die reichen weit zurück. Ja. Es war schon in den 80er Jahren, hat man das schon analysieren können in Jugoslawien. Das haben wir damals noch gar nicht mitbekommen. Ja. Damals, für mich war Jugoslawien war halt ein Land, so wie Frankreich oder sowas. Das hat man ja früher, also bin ich sozialisiert worden. Ich habe das dann erst in den 90ern eigentlich dann richtig gecheckt. Ja, guck mal, sind eigentlich Kroatien und Serbien, das ist gar nicht unbedingt das Gleiche. Also vorher hat man gedacht, ist halt Jugoslawien. Aber es gab schon in den 80ern, konnte man schon erkennen, dass sich da was zusammenbraut. Das Problem ist, dass dieses Kosovo für die Serben eine riesengroße Bedeutung hatte und hat. Denn im Kosovo ist das sogenannte Amselfeld und da die Schlacht vom Amselfeld, das war im 14. Jahrhundert. Wir reden also noch vom Mittelalter. Das ist für die Serben ein zentraler Punkt von ihrer Geschichte und ihrer Identität, was sie als Serben ausmacht. Ganz kurz, bei dieser Schlacht auf dem Amselfeld ging es darum, dort haben die Serben, die sich als Christen, als Verteidiger des christlichen Abendlands gesehen haben, die haben gekämpft gegen die Türken, das Osmanische Reich. Und dieser Konflikt, der ging dann über Jahrhunderte. Du kannst sagen, eigentlich fast bis zum Ersten Weltkrieg, wo dann das Osmanische Reich aufgelöst wurde. Über Jahrhunderte gab es diese Konflikte. Mal waren die Türken stärker, haben wieder Land erobert und Land, was erobert wurde, wurde wieder besiedelt. Besiedelt mit Leuten, mit denen du konform gehst. In dem Fall halt dann muslimische Bevölkerung oder man hat missioniert. Umgekehrt, wenn man denen wieder ein Stück abgerungen hat, dann hat man wieder seine eigenen Leute reingebracht, serbische Population und so weiter. Das Ende ist halt, dass du eine Gegend hast im Kosovo, wo du halt eben verschiedene Volksgruppen leben hast. Und die sind nicht nur ethnisch verschieden, es ist auch eine Religionsgrenze dort. Es gibt dort eben Muslime. Die Kosovo-Albaner sind muslimisch und die Serben, die sind interessanter, sind Christen, aber sind auch nicht katholisch oder so, sondern sie sind orthodox, serbisch-orthodox, angelehnt an die russische Kirche. Ist überhaupt auch interessant. Auch das muss man sehen. Serbien ist eins der ganz wenigen Länder, die auch die kyrillische Schrift haben. Ja, die sind eben, das ist eine Frontlinie, die geht schon weit zurück, auch zwischen Serben und Kroaten. Es ist genau auch diese Religion so eine Trennlinie. Und das ist auch der Grund, warum Serbien dann auch eine sehr enge Partnerschaft einfach hatte zu Russland. Das hat auch kulturell zu tun. Die sind natürlich hier mitten in Europa, Serbien, Belgrad, das ist Stadt an der Donau. Ja. Aber gleichzeitig religiös waren sie eben sehr eng angebunden, religiös, kulturell angebunden an Russland. Ja. Auch deswegen verläuft dort diese Trennlinie. Naja, und das Problem im Kosovo war eben, was sich schon in den 80ern abgezeichnet hat, ist, dass sich das Gleichgewicht oder sagen wir mal der Status quo von den verschiedenen Bevölkerungsanteilen, das hat sich verändert. Das hat sich verändert vor allem weil aufgrund von sehr hohen Geburtenraten. Das ist auch ein Problem, was wir heute auch in vielen Ländern sehen. Und es ist eigentlich traurig überhaupt, das zu sagen, aber es gibt auch demografischen Wandel als Waffe. Oder als Waffe, schon wäre es zu hart gesagt, aber als ein Werkzeug, um einen neuen Status quo zu etablieren. Und das ist dort schon in den 80ern in diese Richtung gegangen. Und man wusste schon, früher, später gibt es Probleme. Weil auf einmal die Bevölkerungsanteile der Kosovo-Albaner immer größer werden und die der Serben eher weniger. Und so war die Situation. Ja. Und jetzt im Zuge der Auflösung von Jugoslawien, durch die ganzen 90er hat sich das durchgezogen, war auch klar, dass früher oder später auch diese Kosovo-Frage aufkommen wird. Und
Es war ein Bürgerkrieg dort. Ja, ein Bürgerkrieg. Und Bürgerkriege, das ist immer so, die sind meistens noch brutaler eigentlich, als wenn so reguläre Armeen kämpfen. Bürgerkrieg, das ist fast wie so ein Bruderkrieg, da steckt da noch mehr Leidenschaft drin und da passieren schlimme Dinge. Und es sind im Kosovo schlimme Dinge passiert. Das ist vereinfacht gesagt, und ich versuche mich wirklich dort neutral zu halten. Das ist so schwierig, wenn man diese Balkanfragen bespricht, weil du, wie gesagt, immer irgendeinem auf die Füße trittst. Aber jetzt aus meiner Perspektive einfach gesagt, haben die verschiedenen Bevölkerungsgruppen haben alle geguckt, dass sie halt ihre Pfründe sichern und ihre Leute so in eine vorteilhafte Position bringen. Und so kam es eben zu so Vertreibungen von Leuten, ganze Dörfer, die halt mit einer anderen Bevölkerungsgruppe belebt waren, die hat man dann vertrieben. Da ist auch dieser Begriff entstanden, ethnische Säuberung. Ja, auch ganz, ganz fürchterliches Wort eigentlich. Aber es beschreibt durchaus die Realität, was da passiert ist. Und das ist ganz wichtig, das haben eben beide Seiten gemacht. Die Serben hatten natürlich ein Interesse, so das Serbische dort zu stärken und in diesem Reststaat Jugoslawien, und ich glaube, das war auch schon in den 80ern so, aber spätestens dann in den 90ern war es so, du konntest in Serbien und auch im Kosovo nur schwer an gewisse Positionen kommen im Staat, also Beamtentum, höheres Beamtentum, Lehre und so weiter, wenn du nicht serbisch warst. Beziehungsweise wenn du dieser albanischen Gruppe angehört hast, waren dir manche Wege verschlossen. Deswegen ist völlig klar und erstmal verständlich, dass die Albaner da ein Gefühl hatten, unterdrückt zu sein. Ja. Umgekehrt war es aber auch genauso, dass die Albaner diese ethnischen Säuberungen vorangetrieben haben und mit aller Gewalt und wirklich mit Gewalt die sowohl Serben als auch eben Sinti-Roma-Populationen aus dem Kosovo vertrieben haben. Ja, da kommt ich weiß nicht, ob man es paramilitärisch nennen kann, weil es ist eigentlich militärisch, aber paramilitärisch, weil es ja kein eigener Staat war. Aber jetzt kommt die UCK ins Spiel. UCK, das war so der militärische Verbund von Kosovo-Albanern. Vielleicht muss man auch da noch dazu sagen, Kosovo-Albaner, die haben sich natürlich orientiert an dem Staat Albanien, den es ja auch gibt. Wirklich auch ein interessantes Land. Bis heute gilt es als ärmstes Land Europa, Albanien. Aber es hat auch eine eigene Geschichte. Und die Albaner, die haben auch schon jahrhundertelang auch von einem Groß-Albanien auch geträumt. Genauso wie die Serben von einem Groß-Serbien und die Kroaten von einem Groß-Kroatien. Und das alles auf diesem engen Raum Balkan. Das heißt, die Kosovo-Albaner waren... Die UCK wurde unterstützt schon auch von Albanien und das Ziel war sozusagen, den Kosovo aus Jugoslawien rauszureißen und Albanien anzugliedern, um dieses Albanien ein bisschen größer zu machen. Gleichzeitig haben eben aber die Serben gesagt, hey, das ist absolut unmöglich für uns, weil das Kosovo, das ist altes serbisches Land. Dafür haben unsere Vorfahren schon vor 1000 Jahren gekämpft, gegen die Türken und über die Jahrhunderte immer wieder. Und da ist so viel Blut sozusagen schon geflossen, dass es aus serbischer Sicht völlig unvorstellbar wäre, den Kosovo einfach aufzugeben, zu sagen, nee, das ist jetzt euers. Das müssen wir einfach verstehen. Also, dass es dort verschiedene Bevölkerungsgruppen gab, in erster Linie eben Serben und Albaner, die ich beide verstehen kann. Ich kann beide deren Position verstehen. Das ist absolut wichtig. Aber das ist eben das Entscheidende. Das ist ein Bürgerkrieg das sind mehrere Parteien, aber im Großen und Ganzen zwei Parteien. Das ist was wir dort vorfinden, ne? Oder vorgefunden haben. Und wenn so ein Bürgerkrieg ist, dann musst du einen Raum geben. Aber was eben die NATO gemacht hat, ist sie hat parteibezogen. Sie hat parteibezogen und das hat aber auch schon vor dem Kosovo-Krieg angefangen. Das war schon eigentlich von Anfang an, wo schon Slowenien sich von Jugoslawien loslösen wollte. Man hat sehr schnell den Serben so den schwarzen Peter zugeschoben, hat die Serben ausgemacht als diejenigen, die schuld sind an dem Ganzen. Ist auch interessant, weil es ist eben diese historische Front. Die Serben sind eben nah an den Russen dran, das ist dieses Kyrillische, das ist das Orthodoxe, während die Kroaten und die Slowenen, die hat man eher so kulturell zum Westen gezählt. Ja, Kroatien ist katholisch, da hat der Vatikan Interessen gehabt, das war aber auch im Zweiten Weltkrieg, war das eben auch so eine Front. Das heißt, es ist eine alte Front. Und man hat sich halt wieder so in diesen 90er Jahren, hat man eben die Serben als den bösen Buben dort ausgemacht. Und das ist von per se schon mal falsch, ganz klar.
Ja, ganz klar. Ich will auch nicht sagen, dass die Serben nur die Opfer waren. Das ist leider auch so, dass innerhalb der Serben, ich habe auch schon einige getroffen, das ist Teil von dieser serbischen Identität und Kultur, dass sie auch diesen Opfermythos haben, dieses sich aufopfern, wie eben schon vor 1000 Jahren im Kampf gegen die Türken, gegen diese türkische Übermacht. Die Serben sind nur ein kleines Volk. Das sind nicht viele. Und das Osmanische Reich war riesig. Und das war natürlich mit viel, viel Aufopfern, mit viel Blutzoll verbunden. Und das spielt eine entscheidende Rolle bei den Serben. Und da würde ich schon auch meinen, es wäre hilfreich für Serbien, mal so ein bisschen aus diesem Opferding rauszukommen. Aber auf der anderen Seite ist es völlig falsch, den Serben da die alleinige Schuld zu geben und den schwarzen Peter zuzuschieben. Und das ging schon relativ früh. Ich habe es mir jetzt hier aufgeschrieben gehabt. Das war schon 1992, als der Bosnienkrieg war. Da ging es dann um Bosnien-Herzegowina. Da hat der Chef der bosnisch-muslimischen Regierung, Izetbegovic hieß der, Alija Izetbegovic, der hat eine amerikanische PR-Agentur beauftragt. Irgendwie ein Narrativ zu entwerfen, was halt die Weltöffentlichkeit eher auf die Seite der Bosnier zieht. Wie gesagt, grundsätzlich kann ich es verstehen. Jeder hat da für seine Interessen irgendwo versucht einzustehen. Aber so ist es entstanden von der PR-Agentur, amerikanische PR-Agentur, Ruder Finn. Die haben das Narrativ entwickelt, die Serben sind die Nazis. Milosevic ist Hitler. Das kam 1992 das erste Mal. Das war einfach ein Propagandainstrument. Und das hat man an diesen ganzen Jugoslawien-Konflikten hat man das fortgefahren. Und das war schon die Ausgangsposition, als es eben zu diesem Kosovo-Konflikt kam. Da waren die meisten Leute im Westen waren schon so in die Richtung konditioniert. Ja, die Serben, das sind die Bösen. Die Kroaten, die sind eher die Guten, obwohl es noch nicht stimmt. Und nichts gegen Kroatien, weißt du? Ich meine auch da, ich liebe das Land, aber es ist schwierig. Ich versuche das da neutral zu sehen und sehe halt einfach, da sind verschiedene Parteien, die sich streiten um Grenzverläufe. Das ganze Land dort ist halt über Jahrhunderte hinweg auch durchmischt. Du hast hier ein Dorf mit denen und das Nachbardorf ist schon wieder anders. Das ist einfach eine besondere Geschichte auch, die der Balkan hat und das war schon immer so. Und es ist super schwierig, dort sich einzumischen. Ja. Und gestatten mir an der Stelle vielleicht noch ein Zitat, ich habe es gar nicht genau im Kopf, aber was nicht Bismarck, der sowas gesagt hat wie für den Balkan nicht einen Tropfen Blut von deutschen Soldaten. Frei nach Bismarck, ich habe es nicht ganz genau, es kommt jetzt spontan. Aber das hat er gesagt, womit er auch nur ausdrücken wollte, ey, sich dort einzumischen, in diese Streitigkeiten, die dort sind, das bringt nichts, da halten wir uns raus. Weißt du? Aber 1999, spätestens da, hat man sich eben eingemischt. Und es kam dann tatsächlich zu einer gewaltigen Propagandaschlacht, die da schon im Vorfeld von 1999 war, wo man den Serben eben unterstellt hat, sie würden mit massiver militärischer Macht, würden sie die Kosovo-Albaner und andere Minderheiten, weil die Albaner sind keine Minderheit, aber eben jetzt Sinti und Roma, da gab es auch ein paar hunderttausend, sie würden mit militärischer Gewalt das Land ethnisch säubern. Und die Kosovo-Bevölkerung, die Kosovo-Albaner wären sozusagen nur die Opfer. Ja. Und das wurde so propagandistisch rausgehauen. Und es kam dann dazu, dass man dann international so Druck aufgebaut hat, dass man irgendwann den Serben ein Ultimatum gestellt hat. Tatsächlich waren es mehrere Ultimaten, die man immer wieder gestellt hat. Aber zugespitzt hat sich das Ganze dann rund um die Konferenz von Rambouillet. Das ist in der Nähe von Paris. Schloss Rambouillet und dort hat man sozusagen Friedensverhandlungen gemacht. Ja. Das ist auch so in so vielen Dingen, ist dieses Thema eine Blaupause für das, was heute auch so abläuft in manchen Ländern. Da hat man dann die sogenannte Kosovo-Gruppe gegründet oder wie auch immer die sich genannt haben, so mehrere westliche Länder, die dann sich da zusammengetan haben und die haben so einen Vertrag entworfen und mit dem wollte man offiziell den Frieden herbeiführen. Nun ist aber so in dem Vertrag und im Nachhinein bestätigen das auch hochrangige Diplomaten aus westlichen Ländern, die dort dabei waren. In diesem Vertrag von Rambouillet, da waren allerdings Bedingungen, die konnte Serbien nicht unterschreiben. Die konnte man nicht unterschreiben. Da ging es darum, dass NATO-Truppen in Serbien stationiert werden sollen, dass die freien Zugang haben, komplett im Land, dass sie also auch in Belgrad rumfahren können, wie sie wollen. Solche Dinge. Dazu kam noch, und das zeigt auch diesen ganzen Irrsinn, dass man diesen,
diesen Vertrag, selbst den Partnern, also den Albanern und den Serben, dass man denen gar nicht alle Details von dem Vertrag überhaupt gezeigt hat. Da gab es noch geheime Zusatzprotokolle, die haben die gar nicht gekannt. Beziehungsweise die hat man erst an dem Tag, wo dann das Ultimatum ausläuft, 3,5 Stunden vorher, hat man gesagt, ah ja, übrigens, es gibt noch hier Anhang B, sollt ihr vielleicht auch mal reinschauen und so. Und so geht's nicht. Das ist keine Diplomatie. Das ist keine Diplomatie, wenn du am Frieden interessiert bist. Da musst du ja wirklich gucken, dass du Verhandlungspartner bist und dann ein bisschen als Mediator beide ins Boot holst. Aber dieser Vertrag von Rambouillet, das war sozusagen ein Vertrag, den du nicht unterschreiben kannst. Den du nicht unterschreiben kannst, als wenn du nach wie vor ein freies, souveränes Land sein willst. Ja? Und das ist auch so eine Sache, weißt du, du sagst hier, die unterschreiben den nicht, dann wird es als Konsequenz, wir setzen ein Ultimatum, wenn ihr den Vertrag nicht unterschreibt, dann werden wir irgendwann militärisch eingreifen. Und so ist es dann gekommen. Die Serben konnten den Vertrag nicht unterschreiben, die wussten, obwohl sie wussten, was jetzt kommt, also sie wussten, was das bedeutet. Ja? Da gibt es direkt diesen einen Dialog, wo dem serbischen Verhandlungsführer gesagt wurde, ist ihnen klar, was passiert, wenn sie das jetzt nicht unterschreiben? Die wussten es, ja, ihr werdet uns bombardieren, aber ich kann es trotzdem nicht unterschreiben. Es geht nicht. Und so ist es da gekommen. Also einfach dieses Druck ausüben auf dem Land und dann das aber öffentlich so darstellen wie, hey, guck mal, die haben den Friedensvertrag nicht unterschrieben. Ähnliche Muster sehen wir ganz oft. Man braucht sich da bloß Palästina angucken. Da geht ständig um so ja, die haben ja den Friedensvertrag gar nicht unterschrieben. Aber hey, so einen Vertrag kannst du nicht unterschreiben. Es ist auch kein Vertrag, der wirklich, wo was mit Vertragen zu tun hat, wo du zwei Parteien zusammenbekommst, dass die sich einigen und danach Handshake und sich in die Augen schauen, jetzt lass uns daran halten. Das war ja da nicht so. Ja, und so kam es dann, wie es kommen musste und ich erinnere mich da wirklich so sehr daran. Es ist jetzt genau vor 20 Jahren gewesen, an diese eine Nacht, wo dieses Ultimatum auslief. Und ich hatte das damals, ich wusste es in mir drin, dass das jetzt passiert. Und das hat mich so sehr bewegt, weil ich gleichzeitig mir immer noch dachte, es kann nicht sein, dass jetzt echt Serbien angegriffen wird. Ja? Dass man da aktiv sich in so einen Konflikt dort reinschmeißt. Und ich weiß noch genau diese Nacht, wo das Ultimatum abgelaufen ist. Und dann hat man am Vorabend, ging die Nachricht rum, dass man die internationalen Beobachter, OSZE, ja, dass man die dort alle abgezogen hat aus Serbien. Und da war klar, die meinen es jetzt echt ernst. Und ich kann mich noch an diese Nacht erinnern. Damals gab's, oder ich hatte zumindest noch kein Internet oder sowas. Es war sowieso nicht so wie jetzt. Da war man als schon noch abhängig eigentlich von den Mainstream-Medien, um überhaupt irgendwelche Informationsquellen zu haben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich da nachts dann über den Teletext, ja, sowas gab es damals im Fernsehen, gab's das, kann man heute lächeln mehr drüber, aber im Teletext so mitten in der Nacht, habe ich ab und an so hingeguckt, bis dann die Nachricht kam, okay, es ging los, die ersten Bomben sind geworfen, so auf Serbien. Und so kam es plötzlich, dass erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg Deutschland an einem Angriffskrieg beteiligt ist. Denn nichts anderes ist es. Bis dahin war immer die Idee, ey, NATO, also Deutschland oder Westdeutschland ist NATO-Mitglied gewesen und so weiter. Aber es ging immer nur um Verteidigung. Da stand so in der Verfassung drin. Ne? Diese Idee war immer nur Landesverteidigung und nichts anderes. Ja? Und kein Mensch kann natürlich konstruieren, dass die Serben irgendeine Bedrohung waren für Deutschland. Oder sonst ein NATO-Land. Die Serbien haben keinen Angriff geplant auf Frankreich oder sowas. Das ist offensichtlich eh klar. Ja? Und so kam es dann tatsächlich, dass dann Ende März 1999 das erste Mal wieder, auch noch in Europa, ein Angriffskrieg gefahren wird gegen ein souveränes Land. Und das waren Bilder gleich vom Anfang. Und da sehen wir schon, es ist jetzt hier nicht, weil Krieg hat ja auch verschiedene Stufen so. Jede militärische Auseinandersetzung kann man schon Krieg nennen, aber es ist hier nichts, was jetzt nur irgendwo am Rande, so an den Grenzen abgespielt hat, wo nur Militärs involviert waren, sondern es startete von Nacht 1 ein massiver Luftangriff, der dann wochenlang angehalten hat, auf die Infrastruktur des ganzen Landes. Unglaublich, ich meine, hier sehen wir Bilder aus Belgrad, ich meine, das ist eine Stadt mitten in Europa. An der Donau und plötzlich während der Nacht wird die Stadt angegriffen. Und da sind dann krasse Dinge passiert in den ersten Tagen. Es gab Angriffe auf alles, was Infrastruktur ist. Weil so kann man immer argumentieren, ja, Infrastruktur, die dient ja Kriegszielen. Aber dann dient alles Kriegszielen. Das ist totaler Krieg und so kam es dann auch. Und furchtbar, wenn ich mich daran erinnere, ein so ein Ding, was mich echt schier umgehauen hat, das war so ein, damals gab es ja schon die Smart Weapons, da hat man sich dann so gefreut, ja, hier, weißt du, wie zielgenau das
das geht und mit Video. Und dann kannst du es dann so sehen, wie so die Rakete vom Flugzeug abgeschossen wird und dann da ihren Weg ins Ziel findet. Haben wir alle schon diesen ersten amerikanischen Golfkrieg gesehen, der, diese Smart Weapons und so weiter, die aber so smart ja gar nicht sind. Und ich werde das nie vergessen, wie das da kam. Das ist so ein Angriff auf so eine Brücke, eine Eisenbahnbrücke. Und du siehst so dieses Schwarz-Weiß-Video, wie so die Rakete runtergeht. Und im Augenblick kommt eine Eisenbahn gefahren. Und da wird der komplette Zug gesprengt. Das ist ein ziviler Zug, da sind keine Soldaten drin. Ne? Also solche Dinge sind da gelaufen. Es war zutiefst verstörend. Es war zutiefst verstörend. Es hat mich im Inneren so sehr getroffen. Ja? Und vielleicht können wir da auch mal, also, oder ich muss es euch auch erzählen, weil das für mich persönlich auch so eine wichtige Bedeutung hatte. Ich habe zu der Zeit, war ich noch Student. Und ich habe Geschichte studiert und ich war schon relativ weit. Und es ging schon darum, jetzt so langsam zum Ende vom Studium zu kommen. Und ich hatte auch schon so, der Weg war schon vorgezeichnet. Ich hatte schon einen Förderer, das brauchst du auch immer in diesem universitären Betrieb, dass du jemanden hast, der so ein bisschen dein Mentor ist, der dich unterstützt auf so einem Karriereweg, dann den Weg vom Studenten dann hin in den Lehrbetrieb. Und das war alles schon so vorgezeichnet. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon als Tutor tätig. Tutor heißt, ich habe so eine Lehrveranstaltung gehabt mit jüngeren Studenten, mit so ersten Zweisemestlingen, habe die halt da so ein bisschen betreut. Ja, und in diesem gesamten Umfeld, wo ich dort war, ein akademisches Umfeld, wo es auch ein akademisches Umfeld, wo es eigentlich genau um diese Dinge geht, ja, Geschichte, Krieg, Balkan und so weiter, das hatte alles, du kannst ja diese Ereignisse nicht verstehen, wenn du nicht ein bisschen Blick auf die Geschichte auch hast, bis zum Zweiten Weltkrieg und so weiter. All diese, in diesem Umfeld ist kein einziger gewesen, den das irgendwie gestört hätte. Oh, das hat mich so getroffen. Also ich hatte das irgendwie mit offenen Augen erlebt. Schon bevor der Luftangriff kam, war mir klar, ey, das passiert jetzt. Die machen das jetzt wirklich. Jetzt, das wird jetzt heute Nacht losgehen, heute Nacht oder morgen. Ich wusste das und hatte so ein Gefühl von ganz großer Einsamkeit. Weil in meinem ganzen Umfeld nicht ein einziger war, der das irgendwie verstanden hat, was da passiert ist. Und ich dachte mir, was ist hier nur los? Leute, seht ihr das nicht? Und zwar egal, ob das jetzt mal im privaten Umfeld war oder eben auch an der Universität. Also als ich dort Tutor war, ich habe dann diese Ereignisse dann halt zum Anlass genommen, in der nächsten Veranstaltung dann mit den Studenten darüber zu sprechen. Ich habe gesagt, Leute, lass uns über den Balkan reden. Lass uns mal geschichtlich sozusagen drauf schauen, was ist dort die Geschichte des Balkans, dass es zu so dem Szenario überhaupt kommen konnte. So. Und versucht es da so irgendwie anzuleiern und merke, aber da kommt halt null Resonanz. Das interessiert die Leute gar nicht. Und dann hat irgendwann einer von den jungen Studentinnen, und ich will jetzt echt nicht die Leute bashen, also, weil das war halt einfach auch nicht ihr Ding. Aber wie auch immer, so eine junge Lehramtsstudentin, die hat dann irgendwann hat sie mich dann gefragt, ob das was mit der Prüfung zu tun hat. Und ich schaue sie so an und sage, mit der Prüfung? Welche Prüfung? Euer Pro-Seminar in Geschichte? Ey, was regt ihr euch über Prüfungen auf? Weißt, ich meine, das ist jetzt echt nicht allzu schwierig. Wenn deine Prüfung hier, da nimmst du dieses Buch und das liest du dir durch, 3-4 Tage vor der Prüfung fertig, mehr brauchst du nicht lernen. Wir müssen hier nicht jede Woche irgendwie irgendwas wiederholen für eure Prüfung. Jetzt lass uns doch mal wirklich Geschichtsforschung betreiben. Lass uns doch mal wirklich da so einen Kontext herstellen. Und da hatten die alle überhaupt keinen Bock drauf. Und das war einer von diesen Erlebnissen. Es gab dann mehrere so zu dieser Zeit, die dann echt so, wie soll man sagen, so einer von den Sargnägeln war auf meine ganze akademische Karriere. Das hat mich so getroffen, dass das die Leute einfach nicht interessiert. Dass sie wirklich nur interessiert, was in ihre blöden Prüfungen kommt, damit die dann irgendwann den Schein bekommen, damit die dann irgendwann ihren Beruf machen können. Aber ich meine, okay, das ist fair. Aber wir sollten doch noch ein bisschen andere Ansprüche auch haben. Also als Geschichtsstudenten, um dort ein bisschen zu forschen, um dort aktiv zu sein. Ne? Aber es war eben nicht nur bei den Studenten, gab es null Interesse, also bei meinen Kommilitonen, sondern was mich fast noch mehr getroffen hat, eben auch in dem Umfeld, mit dem ich dann schon so ein bisschen vernetzt war, jetzt Doktoren und auch Professoren, es hat keinen von denen interessiert. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Wie geht das nur? Wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel. Einen ganz, ganz großen Paradigmenwechsel. Und das konnte ich damals schon bewusst sehen. Das Völkerrecht verändert sich. Völkerrecht bis dahin galt, und ich habe das ja schon in der Schule haben wir das schon gelernt und an der Universität natürlich auch die ganze Zeit. Kein Krieg von deutschem Boden. Völkerrecht heißt,
Souveräne Staaten sind souverän und es gibt keine Einmischung in innere Angelegenheiten. Was ein Land in seinem Inneren macht, kann niemals ein Grund sein, dass du dieses Land angreifst oder sowas. Das ging den ganzen Kalten Krieg so. Sonst hätte man ja, was weiß ich, in den 60er, 70er, 80er Jahren auch ständig irgendwie dann, was weiß ich, hätte man sagen können, hier der Aufstand in Deutschland 56 oder Prager Frühling oder so, hätte man sagen können, ja, hier, da intervenieren wir. Nein, tun wir nicht, weil Völkerrecht hat gesagt, das sind innere Angelegenheiten der Länder. Und plötzlich hat man aber, und das ist dieser Paradigmenwechsel, plötzlich hat man aber dieses alte Völkerrecht über Nacht quasi einfach zusammenfallen lassen. Und man hat über das Völkerrecht hat man auf einmal das Menschenrecht gesteckt. Im Grunde genommen auch ein neuer Terminus. Menschenrecht steht auf einmal über Völkerrecht. Wirklich ein Paradigmenwechsel. Man hat für die NATO eine neue Rolle gefunden. Ne? An sich wäre damals OSZE, das Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, so heißt es, das war ja eine Idee, die ganz Europa umfasst. OSZE-Mitglieder waren auch Polen oder ich glaube auch Russland ist auch OSZE-Mitglied gewesen oder ich glaube, die gibt es sogar immer noch, OSZE. Und das war so eben in dieser Zeit, wo man sich dachte, Friedensdividende, das war so die Idee, lass uns diese Struktur stärken und dadurch wirklich ein gemeinsames Europa aufbauen, wo man Handel treiben kann, wo alle prosperieren. Und man hat aber diese OSZE-Struktur, die hat man komplett, na, ich will nicht zerschlagen, aber man hat einfach die Energie rausgezogen, man hat einfach einen Stöpsel gezogen, das ist egal, spielt keine Rolle mehr und hat die NATO gestärkt und neu definiert. Die NATO ist aber ein klares, einseitiges Bündnis und in seiner Gründung, und ich habe das so oft gehört, mein Vater war selbst Soldat bei der NATO und von klein auf habe ich immer gehört, ja, NATO, da geht es nur so ums Verteidigen. Das ist so die Idee, dieses kalte Kriegsdenken. Verteidigen gegen den großen Gegner, also das ist die Idee. Fair, ja, kann man eigentlich nicht dagegen sehen. Aber als das eben obsolet war, hätte man eigentlich die NATO auflösen können. Man hat es nicht gemacht, man hat sie neu definiert. Man hat sie neu definiert als Instrument, um eine globale Politik und Agenda durchzusetzen. Der kalte Krieg war vorbei. Die Hoffnung auf die Friedensdividende hat sich schnell aufgelöst, denn es kam ein neues Phänomen auf, auch mit neuen Worten dann gebrandet. Das nannte man dann Globalisierung. Und plötzlich ging es darum, ein Wirtschafts- und ein Rechtssystem auf die ganze Welt zu übertragen. Der Kalte Krieg war sozusagen vorbei, aber es ist nicht so, dass man jetzt gemeinsam irgendwie These, Antithese, Synthese, jetzt gemeinsam irgendwie diese Welt, Europa und auch eben die Welt organisiert, sondern man hat die NATO jetzt plötzlich zum Instrument gemacht, um diese, ja, diese Werte, die westlichen Werte, wie man es immer so schön nennt. Im Grunde genommen sind es die Werte, die von US-Amerika kamen. Aber historisch gesehen geht es natürlich weiter zurück und so weiter. England und bis Venedig und so. Man hat dieses System jetzt auf einmal auf die Welt implantieren wollen. Das nennt man Globalisierung. Ja, und dazu hat man die NATO umgeformt, völlig ohne Not und ohne irgendwelche breiten Debatten in der Bevölkerung, ohne breite Debatten im Bundestag, hat man die NATO jetzt umfunktioniert zu einem Hammer, zu einem Werkzeug, um diese globale Agenda durchzusetzen. Und zwar überall auf der Welt, wo man es braucht. Und seitdem ist auf einmal das völlig normal. Ja, deutsche Freiheit wird am Hindukusch verteidigt oder in Mali oder wo es auch immer nötig ist. Und das war so völlig undenkbar eigentlich damals für mich. Was heißt undenkbar? Ich war zu der Zeit ja nicht blauäugig. Ich hatte während meinem Studium schon so viele interessante Dinge gelesen und war auch schon so viel auf Reisen, also auch weltweit. Und mit jeder Reise ist irgendwie mehr von diesem anerzogenen Weltbild des Mitteleuropäers halt verschwunden. Ich meine, da geht halt was auf, weil du die Welt aus verschiedenen Perspektiven siehst. Das heißt, ich war mit solchen Dingen schon vertraut. Ich hatte da schon die Van Helsing-Bücher gelesen, all diese Sachen. Ich wusste schon relativ viel. Aber es war halt immer noch meistens so ein, wie soll ich sagen, so ein theoretischer Ansatz. Ja, also ich wusste, dass es so ist, aber okay. Was da aber passiert ist, ist auf einmal, es findet vor deinen Augen statt. Ein Paradigmenwechsel. Die NATO wird auf einmal zu einem Instrument, um eine Agenda weltweit durchzusetzen. Und was das Krasse war eben, dass keiner damals das verstanden hat. Und auch die Reaktion, die dann in der Öffentlichkeit kam, diese Gleichschaltung der Presse, das war auch... Das werde ich nie vergessen. Das ist mir so eingefahren. Ich habe mich da so einsam gefühlt. Egal was, ob du den Spiegel gelesen hast oder die Süddeutsche, FAZ oder was auch immer. Wie gesagt, es gab damals noch keine Internetmedien, so Nuviso, das gab es ja nicht. Du musstest das lesen. Und
durch die Bank, die komplette deutsche Presse war gleichgeschaltet. Und das hat mich so getroffen. Ich meine, plötzlich machen wir es Neues. Es wird noch nicht mehr diskutiert. Ein paar Jahre vorher, da diskutiert man gefühlt ein Jahr lang, ob es denn okay ist, wenn wir deutsche Sanitätssoldaten nach Kambodscha schicken, damit die dort ein Sanitätszelt aufbauen und irgendwie Wunden versorgen. Da haben wir ein Jahr diskutiert, ob das okay ist mit unserer Verfassung. Und ein paar Jahre später schmeißt man über Nacht ein Dogma um. Und deutsche Piloten waren aktiv beteiligt an diesen Angriffen. Nicht nur durch Reconnaissance, also Aufklärung, und so, sondern die waren beteiligt. Deutsche Kampfpiloten sind damit geflogen. Wow! Wow! Ich meine, und es gab keinen Widerspruch. Ich war so schockiert, weder in meinem Umfeld, was ich direkt so hatte, an der Universität, noch in den Medien. Alle waren gleichgeschaltet. Wochenlang gab es keine einzige kritische Stimme, die es auch nur hinterfragt. Hey, sollte man vielleicht nicht drüber nachdenken, aber ist das das Richtige? Also es gibt keine, versteht ihr, es gab keinen Pluralismus, also diese vielfältigen Meinungen. So alles war gleichgeschaltet. Und das, obwohl noch ein paar Jahre vorher, ich habe es euch erzählt, bei diesem ersten Golfkrieg, da haben sogar die Kirchen haben Mahnwachen gemacht und der Bamberger Dom hat geläutet, Krieg. Dann passiert das hier ein paar Jahre später und keine Sau interessiert. Alle waren okay. Und wie konnte das sein? Wie konnte das gehen? Es ist ein Meisterstück gewesen von Propaganda. Das ist, was passiert ist. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, diesen Paradigmenwechsel. Wir hatten damals eine rot-grüne Regierung. Eine rot-grüne. Und ich meine, heute sehen wir das eher alles anders. Aber in den 90ern, da dachte man sich wirklich, ja, der Grün, das ist die Partei der Pazifisten. Das ist die Partei, die in den 80er Jahren, also so in der Schule, also die Öko war, weißt du, ich meine, mit Latzhose und so, ey, was? Wie kann denn ein grüner Außenminister auf einmal, also wie kann es bei einem grünen Außenminister passieren, damals Joschka Fischer, dass dieser Paradigmenwechsel da ist, dass man plötzlich einen Angriffskrieg macht? Wie konnte es so weit kommen? Das war mir unvorstellbar damals. Also es ist, und ja, die Antwort ist halt Propaganda. Und auch das werde ich nie vergessen, wie furchtbar ich das fand. Die entscheidende Pressekonferenz war damals, hat der Rudolf Scharping, SPD, der war damals... Was war denn da? Was Verteidigungsminister war, glaube ich, der Scharping. Genau, Schröder war Kanzler und der Fischer war Außenminister. Und wie die in der Verteidigung, in der Pressekonferenz diesen Krieg gerechtfertigt haben. Es war so hart. Ich meine, von Fischer stammte dann so sozusagen die Idee, dass aus dem Gedanken heraus nie wieder Auschwitz, die große Schuld der Deutschen, nie wieder Auschwitz. Man hat so argumentiert, dass die Serben im Kosovo und auch vorher schon in Bosnien, dass die da so richtig Konzentrationslager haben. Konzentrationslager. Allein schon der Begriff ist natürlich etwas, wo beim Deutschen so, da geht schon was auf. Konzentrationslager, echt KZs? Wow. Und das wurde so behauptet. Und all diese Dinge haben nicht gestimmt. Das ist gar nicht wahr. Also es kam dort zu schlimmen Dingen. Natürlich auch serbisches Militär, wenn die gegen UÇK-Einheiten vorgegangen sind, dann sind die mit aller Härte vorgegangen. Aber umgekehrt, diese UÇK-Einheiten, die waren eben nicht nur Opfer, sondern das waren extrem militante Leute auch. Die auch, man würde wahrscheinlich von Terrorismus sprechen, die wirklich die Zivilbevölkerung auch terrorisieren. Die permanent auch versuchen, so den serbischen Staat zu provozieren, zu reizen, weißt du, so, und auch zur Überreaktion zu reizen. Und genauso kam es dann auch. Das sind Schläge von, weißt du, Terrorschlag, Vergeltung und so hat sich das hochgeschaukelt. Aber das jetzt so darzustellen, als ob die Serben alleine die Bösen wären und da diese unschuldigen Zivilisten, die Kosovo-Albaner dort in Konzentrationslager gesteckt werden, stimmt einfach nicht. Dann gab es noch in dieser legendären Pressekonferenz eben der Scharping, da hat er dann so Fotos präsentiert und es ging da um den Operationsplan Hufeisen, wo man so gesagt hat, ja, hier wie die Serben systematisch die Zivilbevölkerung vertreiben. Da war die Rede schon von 100.000 Toten in der Zivilbevölkerung im Kosovo. Kein Wort hat gestimmt. Kein Wort hat gestimmt. Und Leute, ich wusste das damals, dass es nicht stimmt. Und ich hatte nicht die Informationen wie heute, so ist das Internet, dass du auch recherchieren kannst, auch mal eine andere Stimme hörst. Aber ich habe das mitbekommen damals, diese Pressekonferenz, und mich hat es innerlich hier zerrissen. Mein Herz hat geblutet, aber ich wusste, das stimmt nicht. Ich wusste, das ist falsch, das ist gelogen. Ich weiß nicht, ob es gelogen ist, weil Lüge heißt ja, dass du etwas bewusst falsch sagst. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob so Leute wie dieser Scharping, ob der das wirklich wusste oder ob der einfach auch selber in seiner ganzen Analyse zu beschränkt ist und halt auch in diesem Narrativ festgehangen ist. Wenn man sie dann nachher konfrontiert hat, dann hieß es halt immer, ja, das sind halt Geheimdienstinformationen, die bekommen haben. Aber ich meine, hey, was sind Geheimdienstinformationen? Welchen Wert hat es denn? Ne?
Auf jeden Fall gab es auch ganz, ganz viele Beobachter, OSZE-Beobachter, und das sind auch dann zum Teil Militärs oder Leute aus dem Polizeidienst international, die dann als OSZE-Beobachter dort sind. Da gab es ganz viele Stimmen, die haben auch die Wahrheit gesagt. Die haben gesagt, hey, es ist hier kein KZ. Dieser eine Flughafen in Pristina ist kein KZ. Das ist ein Militärstützpunkt, nichts anderes. Da wird niemand gefangen gehalten. Da wurde manipuliert mit Bildern auch, auf übelste Art und Weise. Und ich will da jetzt gar nicht auf die ganzen Details reingehen, sondern da kann ich euch empfehlen, eine Doku empfehlen. Schaut euch die mal an, wenn euch das interessiert. Die Doku heißt Es begann mit einer Lüge. Es begann mit einer Lüge. Sehr gute Doku, eine der wenigen Perlen, die auch mal aus dem Mainstream kommen. Das ist von irgendeiner ARD-Station ist das. Wo sie das genau aufzeigen, es geht eine Stunde lang, mit welchen falschen Informationen, Desinformationen, Propaganda dieser Angriff auf Jugoslawien durchgedrückt wurde. Es begann mit einer Lüge. Und wirklich eine der wenigen Perlen im Mainstream-Fernsehen. Leider 10 Jahre zu spät, denn es kam 10 Jahre danach. Aber dort könnt ihr euch das alles nochmal anschauen. Ja. Aber in der Zeit selbst war alles gleichgeschalten. Alle waren dort gleichgeschalten. Ja. Und ich habe mich damals so einsam gefühlt. Und ey, ich erzähle euch das jetzt nicht, weil ich da euer Mitleid brauche. Es ist 20 Jahre her. Ich hab mein Ding damit gemacht. Das war jedenfalls eins von den Sachen, die haben mich dann echt auch rausgetrieben, weggetrieben. Aus der Universität und letztens auch aus dem Land. Ich habe da dann gesehen, also ich weiß nicht, was soll ich in dieser Gesellschaft? Was soll ich hier? Und es kam dann sogar echt so weit, dass ich irgendwann gedacht habe, vielleicht stimmt da was mit mir nicht. Vielleicht drehe ich ja durch oder sowas. Wieso bin ich der Einzige, der das so sieht? Und was ist mit den ganzen anderen? Habe ich echt schon die Sorge gehabt, ich drehe irgendwie durch. Und das waren so Dinge, die haben mich dann komplett entfremdet, eben von diesem ganzen universitären Umfeld. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich mache das nicht. Ich weiß auch nicht, was ich hier an der Universität verloren habe, wenn hier so offensichtlich kein Interesse daran besteht, wirklich an aufrichtiger Forschung, an Wahrheit, an aufrichtig mit den Themen umgehen. Wenn es da nur darum geht, seinen Schein zu machen, damit man noch einen größeren Schein bekommt, damit ich irgendeinen Job machen kann, das interessiert mich nicht. Und das war einer der Punkte, wo ich dann echt so entfremdet war von diesem ganzen Betrieb, dass ich, da bin ich dann ausgestiegen. Ja. Und ein halbes Jahr später bin ich dann auf den Weg gemacht nach Indien. Musste erstmal mit mir zurechtkommen. Weil genau das war das Ding, was ist nur los? Ich habe dann echt zum Teil an mir selbst gezweifelt. Ich habe gedacht, vielleicht bin ich ja, der durchdreht. Und deswegen erzähle ich euch das. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Mitleid brauche, das ist lange her. Aber weil ich weiß, vielleicht geht es manchen von euch jetzt so. Das ist dieser Moment, wenn du auf einmal aufwachen ist, vielleicht zu viel gesagt, es klingt so dramatisch, aber wo halt in dir drinnen etwas hochkommt, deine eigene Wahrheit steigt und du einfach spürst auch, wo ist was Falsches, diese Falschheit spürst. So wie ich bei dieser Pressekonferenz, ich wusste, das stimmt nicht. Das war so falsch und ich habe echt gedacht, Wahnsinn, das ist wie 1914. Hey, weißt du, wo die Menschen mit Begeisterung in den Krieg gezogen sind? Das ist wie 1939, also seit 5 Uhr schießen wir zurück. Und plötzlich ist es wieder so. Und dann, mit welcher Leichtigkeit das geht. Du knallst den Leuten so ein paar Sachen hin, gerade dann, wie die Menschen konditioniert sind. Auschwitz, da sind eh schon alle eingeschränkt. Und ja, hier, das ist der böse Hitler, der böse neue Hitler, da müssen wir was dagegen machen. Wenn du da nichts dagegen machst, dann machst du dich schuldig. Das ist so das Narrativ. Und so sind dann selbst die Pazifisten, langjährige Mitglieder von den Grünen, hatten auf einmal kein Problem zu sagen, ja gut, also wenn es gegen Hitler geht, dann machen wir doch Krieg. Und da war nichts mehr mit Pazifismus. Ja. Und so ist es gelaufen. Und ja, wie gesagt, bei euch sind vielleicht auch Leute dabei, wo dieses, weißt du, wenn auf einmal da der Vorhang so aufgeht und du siehst auf einmal, wo überall die Lüge steckt und die Falschheit und welche dramatischen Auswirkungen es auch hat, weil wir reden hier von Krieg und Frieden. So, ja. Da, und wenn du dann, wenn du dich da veränderst und du merkst, dein Umfeld reagiert da ein bisschen komisch, ja, dann kann man sich manchmal einsam fühlen. Ja. Deswegen erzähle ich euch das auch, weil das sollte aber einen aber bestärken. Vertrau dir selber so. Vertrau dir selber. Und auch nicht böse sein auf das Umfeld, weil ich meine, gut, die Leute sehen es halt noch nicht. Und tatsächlich hat das Umfeld recht, du hast dich ja verändert. Bei dir verändert sich was. Du bist nicht mehr so wie vorher, sondern die nehmen dich anders wahr. Und damit haben halt manche Leute manchmal ein Problem. Aber das sollte einen trotzdem nicht hindern, weil es geht da darum, selber zu reifen und muss ja nicht ein Leben lang irgendwie in der gleichen Blase stecken. So. Ja, aber so war das damals. Und am krassesten fand ich auch diese mediale Gleichschaltung. Ja. Und es ging echt durch alle Medien. Ich habe jetzt nur mal ein bisschen was mitgebracht. Damals Spiegel, das Protokoll des Schreckens, was geschieht wirklich im Kosovo, wo diese ganzen Schauermärchen gebracht wurden. Propagandistisch über
KZs, über Massenerschießungen und so weiter. Und wie gesagt, da ist es natürlich zu Verbrechen gekommen, weil es ist ein Bürgerkrieg und da passieren Verbrechen. Aber ey, dieses Narrativ, die bösen Serben und die armen Kosovo-Albaner, das ist einfach völlig falsch. Sondern diese UCK, das sind wirklich auch harte Leute gewesen, militante Leute. Und bis zum heutigen Tag ist es auch eng verflochten mit, weißt du, die Übergänge sind da fließend von UCK, Befreiungskämpfer hin zu kriminellen Milieu bis hin zu albanischer Mafia und so weiter. Das alles geht Hand in Hand. Und heutzutage ist Kosovo ja auch in einem völlig desolaten Zustand. Das muss man auch sagen. Es tut mir auch leid für die Menschen, weil sie sind ja nicht alle so. Aber wenn du dort lebst, das ist halt tragisch. Und dann ist auch kein Wunder, dass die meisten Menschen aus dem Kosovo auch keine Freude mehr haben, in ihrem Land zu leben. Und seitdem halt, das ist das Hauptergebnis von dem Krieg, halt Leute fliehen aus dem Kosovo. Ja. Familien, die da vielleicht schon Jahrhunderte gelebt haben, aus diesen verschiedenen kleinen Kulturen. Ja. Aber das ist das Ergebnis. Und diese Gleichschaltung, die ging wochenlang. Ich habe damals jeden Tag auch Zeitung gelesen und habe mir gedacht, das gibt es. Irgendwann mal muss doch ein Kommentar mal kommen, wo mal jemand sagt, hey, zumindest mal die Frage stellt, ist es wirklich so sinnvoll? Ich meine, hatten wir nicht in unserem Grundgesetz stehen, kein Krieg von unserem Boden und ein souveränes Land angreifen? Also zumindest mal das in Frage stellen, eine Art Debatte anstoßen. Nichts. Es ging wochenlang, haben alle ins gleiche Horn geblasen. Und tatsächlich war es so, das erste Mal, dass ich überhaupt eine kritische Stimme dazu gelesen habe. Da war bestimmt diese Bombardement schon zwei, drei Wochen im Spiel. Das erste Mal, als ich es gelesen habe, das war in den Leserbriefen. Da war es das erste Mal, dass mal jemand kam. Also ich habe mich da so gefreut, so, ah, endlich formuliert mal jemand ein paar andere Gedanken. Mal so Fragen, hallo, ist das eigentlich in Ordnung, was wir hier machen? Stimmt es denn überhaupt alles so? Wir mischen uns dort in einen Bürgerkrieg ein, in einen Streit und greifen da so klar Partei und greifen ein Land an und zerstören dessen Infrastruktur. Ist das denn richtig? Das erste Mal, überhaupt mal so eine Stimme kam, war in den Leserbriefen. Das hat es im Grunde, wie gesagt, heute kann man sich kaum mehr vorstellen, ja? Aber das hat es so wie antizipiert, diese ganze Bewegung, wo ich jetzt auch Teil davon bin, in Medien, Internet, alternative Medien aufzubauen. Das hat angefangen sozusagen mit Leserbriefen. Das war die einzige Möglichkeit, die es damals noch gab, einen Leserbrief zu schreiben. Da kamen die ersten kritischen Stimmen. Und irgendwann dann, nach ein paar Wochen, Monaten, hat sich das dann schon ein bisschen dann auch so verbreitet, weil dann einfach die Bilder so krass waren. Das sind, permanent diese Luftangriffe auf eine europäische Stadt, Kulturgüter, die zerstört werden und so weiter. Übel. Ja. Aber krass war halt diese Gleichschaltung in den Medien und hier auch das typisch Bild-Zeitung, erkennt man schon die Buchstaben, ja. Deshalb führen wir Krieg. Das war eben Rudolf Scharping bei dieser legendären Pressekonferenz, ja, wo er da so geheimdienstliche Informationen, das ist auch immer so ein Ding, wo kommen die denn her? Ja, geheimdienstliche Informationen, das ist, da kannst du gleich sagen, ja, ich meine, das ist halt hier gestagte Propaganda-Informationen, die halt hingehalten werden. Das ist, aber er beruft sich darauf. Ich kann nichts dafür. Wenn, dann sind die Geheimdienste schuld. Aber ich habe nur hier diese Informationen angenommen. Genauso wie, was weiß ich, dann seinerzeit hier nur ein anderes Beispiel zu geben. Man könnte so viele anführen. Aber ihr erinnert euch vielleicht auch, wo es dann um den zweiten Golfkrieg der Amerikaner geht, gegen Saddam Hussein, wo da damals auch in so einer internationalen Pressekonferenz, oder war es nicht sogar vor der UNO, damals der amerikanische Außen- oder Verteidigungsminister, weiß ich gar nicht mehr, aber dieser Colin Powell, der eben auch so Bilder zeigt und ja, hier, die haben hier Massenvernichtungswaffen im Irak und so, wo einfach damals auch schon klar war, es ist Bullshit. Stimmt nicht. Aber hey, meine Geheimdienste sagen, ja, okay, das ist ein Totschlagargument. Geheimdienste, Informationen, passt. Und genau so eine Pressekonferenz war das damals und dass da überhaupt null Widerstand dagegen war, das ist so schockierend. Aber es ist halt die Blaupause für das, was wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben. All diese Auslandseinsätze, dieses Intervenieren in anderen Ländern, das wäre früher nicht möglich gewesen oder es wäre ein Rechtsbruch gewesen. Das ist natürlich schon, es gab auch schon immer Rechtsbrüche. Ja, ob das jetzt, was weiß ich, der Angriff auf Ägypten beim Suezkrieg war, Suezkanal und so weiter. Ich meine, es gab ständig auch wenn es einem in den Kram passt, hat man einfach das Recht gebrochen. Aber dann war es jedes Mal Rechtsbruch und das hat man auch so benennen können. Aber ab da ist das Recht nicht gebrochen worden, sondern das Recht ist verändert worden. Versteht ihr? Das alte Völkerrecht galt nicht mehr. Und es gilt bis zum heutigen Tage nicht mehr. Heute juckt niemand mehr, wenn irgendwie ein Land bei einem anderen mal so ein paar Luftangriffe schlägt. Ich meine, wie oft hat beispielsweise, das ist nur ein Beispiel, im Syrienkrieg, wie oft hat Israel Syrien angegriffen? Luftangriffe. Ohne dass es irgendeine Kriegserklärung ist. Ich meine, eigentlich kämpfen die gar nicht mit, aber ab und an, weiß man, wieder ein paar Raketen rübergeschossen.
Das ist mittlerweile selbstverständlich geworden, an vielen, vielen Schauplätzen. Und das konnte man damals schon spüren. Hey, hier ist ein Paradigmenwechsel. Ab jetzt wird dieses Globalisierungsprogramm, und das ist, was passiert, diese Gleichschaltung auf der Welt, die wird ab jetzt vorangetrieben. Zur Not auch mit militärischen Mitteln. Das ist zwar vielleicht immer die letzte Option. Du musst nicht jedes Land bombardieren, um es dir gefügig zu machen. Aber diese Option ist da. Und man zieht es einfach durch. Und das alte Völkerrecht gilt nicht mehr, sondern jetzt steckt Menschenrecht steckt drüber. Das ist das Entscheidende so. Und es klingt auch alles schön, aber das ist eben auch Teil von unserer heutigen Welt, wie man mit Euphemismen, also wie man verniedlicht, wie man harte Sachverhältnisse in schöne Worte packt, wie man halt damit arbeitet. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen auch, ich habe noch ein paar andere aufgeschrieben, glaube ich. Ja, humanitäre Intervention zum Beispiel, so nennt man das auch heute. Eine humanitäre Intervention. Das ist ein anderes Wort für du greifst einen anderen Staat ein und in dessen Ordnung, wie er sich organisiert. Und das Ding ist, das kannst du bei fast allen Ländern der Welt machen. Weil du in den meisten Ländern ist es nicht so wie in Europa, wo eigentlich schon relativ klar ist, obwohl natürlich Jahrhunderte über die Grenzen gekämpft wurde, aber schon mal relativ klar ist, na, hier fängt halt jetzt Österreich an und da kommt Italien oder so. Ich meine, klar, die Grenzen sind auch über Jahrhunderte erstritten worden und so weiter, aber in den meisten Ländern der Welt, in den meisten Staaten der Welt, hast du eben Minderheiten, hast du Ethnien, du hast oder politisch auch so Zerrissenheiten. Das heißt, mit diesem Argument humanitäre Intervention kannst du im Grunde genommen in jedes Land der Welt kannst du gehen, weil du immer irgendwo eine Minderheit findest, die unterdrückt ist oder der du einreden kannst, dass sie unterdrückt ist. Wenn es keine Minderheit gibt, dann muss man sie kreieren. Zur Not. Und so wird das heute gemacht mit NGOs. Zur Not sagt man ja, hier sind Leute mit einer gewissen sexuellen Orientierung, die werden unterdrückt. Und dann benutzt du die, ja, um sozusagen einen Hebel anzusetzen. Das heißt, um so zu intervenieren, humanitäre Intervention, ein anderes Wort ist dann Regime Change, Nation Building. Das sind alles Begriffe, die da aus dieser Zeit kommen. Um das zu machen, musst du schon, um diesen Hebel anzusetzen, muss schon irgendwo immer eine Scharte sein. Wenn irgendwie ein Land komplett super funktioniert, dann geht das nicht. Das geht immer nur, wenn natürlich schon irgendwo Probleme sind. Aber welches Land hat keine Probleme? Welches Land hat keine Minderheiten? Die meisten Länder auf der Welt, bei denen ist das so. Das ist, in den meisten Ländern ist es nicht so klar wie in Europa. Und tatsächlich, in Europa kommen wir jetzt auch langsam zu dem Punkt, nicht zuletzt durch diese massenweise Einwanderung, mehr früher, später, haben wir dann Minderheiten. Und da kann man dann wieder ansetzen, die irgendwie auszuspielen. Aber vorher gab es diese Probleme so nicht. Ja. Aber das ist, was halt da passiert ist. Das Menschenrecht, diese humanitäre Intervention, das wurde drüber gestellt über den Respekt von souveränen Staaten. Das ist der große Paradigmenwechsel. 1999 ist es gewesen. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, 2001, 11. September, ist nur das Ereignis, um sozusagen Amerika und auch die ganze Welt, um die wirklich da mitzunehmen, zu sagen, jetzt gibt es keine Alternative mehr, ihr seht was, und das muss jetzt passieren. Ne? Und seitdem fährt man das halt voll, aber es bleibt Unrecht. Es bleibt Unrecht. Jetzt gibt es noch eine andere Geschichte, die aus diesem ganzen Kosovo-Krieg herausgekommen ist, die daraus entstanden ist und die auch ziemlich spannend ist bis in unsere heutige Zeit. Es ging ja letzten Endes darum, diesen Milosevic auch aus dem Amt zu bringen. Ja? Milosevic, der neue Hitler. Das heißt, das ist der legitime Staatsführer von Jugoslawien gewesen. Und wie in so vielen Beispielen geht es mir jetzt keineswegs darum zu sagen, ja, der war gut. Das geht mich letztens gar nichts an. Es ist der Staatsführer von diesem Land. Ob ich den jetzt gut finde, dessen Politik gut finde oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Es geht einfach nur darum, der ist der legitime Staatsmann. Ja. Und was man halt wollte, war ein Regime-Change. Der Milosevic musste weg und seine Art der Regierung musste weg, um sozusagen etwas Neues zu kreieren, was dann Serbien eben loslöst von dieser engen Beziehung zu Russland und eher eingliedert oder sich eingliedern muss, einreihen muss dann in diese globale Agenda. Genauso wie es heute bei vielen Ländern ist, meinetwegen Venezuela ist aktuelles Beispiel. Auch da, ob wir jetzt den Maduro gut finden oder nicht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man sagt, ja, das Land ist Glieder, passt sich noch nicht richtig ein, also muss man es passend machen. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Ja. Und die letzte Option ist eben wirklich militärisches Eingreifen. Aber es ist erst die letzte Option. Aber es gibt eine Haufen Menge Vorstufen schon, wie man eben Regime-Change macht. Und das ist auch tatsächlich in diesem
in dieser Serbien-Geschichte das erste Mal so, oder da hat man diese Mittel verfeinert. Und es geht hier um diese Organisation. Das heißt Otpor. Und deren Symbol ist die Faust. Und Otpor, das ist eine Organisation, die ist entstanden aus serbischen Studenten, die schon 1998, also schon vor dem Angriff auf Serbien, schon 1998, gegen den Milosevic demonstriert haben, die den loshaben wollten. Und auch da, ich sehe das ganz neutral. Grundsätzlich, ich kann das ja verstehen. Milosevic, das war wahrscheinlich schon in vielen Dingen auch ein Polizeistaat, auch ein sehr autoritärer Staat. Und ich kann es völlig verstehen, dass es da Studenten gibt, die deine Veränderung herbeirufen wollen. Du hast ja immer in einer pluralistischen Gesellschaft hast du immer verschiedene Interessen und dann gibt es halt auch die und die sagen, wir wollen Veränderung. Bin ich völlig dabei. Ich habe damals sogar noch für die Studentenzeitung geschrieben, ja bei uns in unserer Uni. Und ich habe einen Artikel darüber geschrieben. Und auch da so im Sinne von meine Mitkommilitonen aufwecken. Hey Leute, seht ihr, was gerade die Studenten in Serbien machen? Studenten der Universität Belgrad, was da gerade los ist und so. Und ist so interessant. Hat keine Sauber interessiert. War auch einfach nur frustrierend. Aber ich kann das ja nachvollziehen. Und meine Sympathien waren damals auch sogar auf Seiten der Studenten, weil so eine Art Solidarität. Ich bin auch Student und guck mal, Belgrad, weißt du, da kämpfen Studenten gerade um Freiheit. Der Motive kann ich völlig verstehen und nachvollziehen so. Aber aus diesem legitimen Protest hat man dann, und das ist auch so ein Muster, was immer wieder angewendet wird, aus diesem legitimen Protest, den Menschen haben, den macht man sich zunütze. Man nutzt diese Energie und spannt die vor den eigenen Kahn. Das ist, wie ich gesagt habe, du musst immer irgendeine Scharte haben, wo du einen Hebel ansetzt. Und in dem Fall waren es eben Studenten, die sich eingeschränkt gefühlt haben in ihrer Freiheit. Ob zu Recht oder nicht, kann ich gar nicht so genau beurteilen. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen. Das ist so ähnlich wie heute in Venezuela. Also es ist schon ein autoritärer Staat. Und das war Serbien mit Sicherheit auch. Also ich kann es verstehen so. Aber es werden eben diese Kräfte werden missbraucht. Und man spannt sie sich dann vor diese Agenda, in dem Fall Regime Change. Und mit Otpor hat man eine Organisation, einen neuen Prototypen gehabt, den man dann in die ganze Welt exportiert hat. Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse auch von diesem Serbien-Konflikt. Und witzigerweise nur ein kleines Detail am Rande. Ja. Otpor, ich weiß gar nicht genau, was es wortwörtlich heißt, aber es kommt eben aus dem Serbo-Kroatischen. Denn Otpor, es gab auch eine kroatische Widerstandsbewegung, die auch Otpor hieß. Eine kroatische Widerstandsbewegung gegen die Serben. Die ist entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Ustascha-Tradition, also die kroatischen Freiheitskämpfer. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die entstanden im Ausland. Ja. Und die hatte sich zum Ziel gesetzt, eben schon nach dem Zweiten Weltkrieg gegen Serbien zu agieren, um Kroatien irgendwie unabhängig zu machen. Das hat natürlich dann in den Nachkriegszeit ist das dann recht schnell abgeflaut, weil eben dann Jugoslawien, Tito, das hat sich alles ganz gut entwickelt und hat das keine Kraft mehr. Ist dann erst wieder Anfang der 90er, ist das wieder rausgekommen dann. Ne? Aber so hat es ein paar Jahrzehnte geruht. Aber so alt ist eigentlich schon dieser Name Otpor. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass die miteinander direkt zu tun haben. Aber allein die Namenswahl ist natürlich schon fragwürdig, muss man sagen. Weil jetzt für einen serbischen, sag ich jetzt mal, einen serbischen Nationalisten ist natürlich das provokant. Weißt du, dass die serbische Studentenorganisation, die nennen sich Otpor, die nennen sich genauso wie eine Ustascha-Organisation. Oh, ich meine, das ist zumindest mal fragwürdig. Aber ich will das jetzt ja auch gar nicht den Studenten unterstellen. Wie gesagt, ich kann es ja nachvollziehen, dass die aus ihrer Sicht heraus sagen, hey, wir haben hier ein autoritäres Regime und das möchten wir loswerden. Und diese Otpor, also diese serbischen Studenten, die haben eben Strategien entwickelt. Wie machst du das? Wie kannst du einen Polizeistaat, ein autoritäres Regime, wie kannst du das verändern? Und die haben dort wirklich halt Strategien entwickelt, den Staat immer wieder, das ist so die Hauptvorgehensweise von Otpor, du musst den Staat immer wieder provozieren. Provozieren zu übermäßigen Gewalthandlungen, die dann eben den Staat in einem so schlechten Licht dastehen lassen, die ihn dann sozusagen moralisch korrumpieren, dass er dann irgendwann in sich drin zerbröckelt. Und das ist durchaus eine intelligente Strategie. Das ist von der Idee her schon richtig. Und das haben die in der Praxis sozusagen in Serbien so verfeinert, diese Techniken.
Übrigens, die Idee ist keineswegs serbisch. Die Idee ist nicht von irgendwelchen serbischen Studenten gekommen, dass die das entwickelt haben, sondern die haben nur ein sozusagen umgesetzt, in der Praxis umgesetzt, was letzten Endes dann doch wieder aus einem amerikanischen Think Tank, will ich schon fast sagen, gekommen ist. Muss ich mal kurz hier vorgehen. Geht es um dieses Buch hier. Geschrieben von Gene Sharp. Gene Sharp, das war zu dem Zeitpunkt, also es ist aus den 80ern dieses Buch, und zu dem Zeitpunkt war das schon ein alter Mann. Ja, also das ist eine ganz andere Generation, der hat jetzt nichts zu tun mit der Studentengeneration der Serben. Und das ist so einer, der über die Jahrzehnte hinweg schon in diesen Thinktanks auch gearbeitet hat. Und der hat in den 80ern eben dieses Buch geschrieben, Von der Diktatur zur Demokratie, Leitfaden für die Befreiung. Und da sind diese ganzen Strategien schon drin. Immer gewaltlos, das ist ganz klar. Also sowas wie Oddpaw und so, das sind keine, die schießen nicht. Ja? Sondern die machen gewaltlosen Widerstand. Aber sie provozieren Gewalt. Das ist genau die Idee, den Staat permanent zu provozieren, sodass das dann zu Gewaltexzessen kommt, die dann wiederum die Revolution anschüren. Also das ist die Idee. Ja? Und entwickelt wurde die eben von Gene Sharp. Und die Studenten von Oddpaw, die haben das halt direkt übernommen. Da könnte man natürlich fragen, ist jetzt Zufall? Haben jetzt irgendwelche serbischen Studenten halt dieses Buch mal in die Finger bekommen? Warum auch nicht? Ich meine, das ist jetzt international auch. Ja? Ihr seht, das ist hier eine deutsche Übersetzung. Gab es vielleicht in mehreren Sprachen? Oder ist es sogar so, dass man ganz bewusst eben vom Ausland im Sinne eines Regime-Changes geguckt hat, okay, lass uns mal das so zur Anwendung bringen. Und dann sozusagen zu den serbischen Studenten gegangen ist und gesagt hat, hier Leute, so müsst ihr das machen. Weiß ich nicht genau, wie es damals, wie es in dem Fall gewesen ist. Aber Fakt ist, dass sich eben diese Oddpaw-Gruppe, dass die sich etabliert hat. Und die hatten auch tatsächlich Erfolg. Die hatten Erfolg. 1998 haben die angefangen. Und wann war dann das Ende von Milosevic? 2001 oder so? Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber nach dem Bombardement auch auf jeden Fall. Und sie hatten dann Erfolg. Also diese Bewegung, eine kleine Bewegung, hat es angefangen. Die hat es tatsächlich geschafft, dann so viel Energie zu erzeugen, dass dann irgendwann Milosevic Tage gezählt waren und der wirklich mehr oder weniger aus dem Amt geworfen wurde. Das war dann sozusagen die gelungene Generalprobe. Man hat dann diese Ideen, die Oddpaw entwickelt hat, die hat man dann in die Welt exportiert, wo auch immer man es braucht. Aus Oddpaw, wie gesagt, reine Studentenorganisation erstmals. Als es dann fertig war, hat man die dann professionalisiert. Und aus Oddpaw wurde Canvas. Oder Canvas. Das ist dann deren Logo. Im Zentrum ist immer die geballte Faust. Das ist so das Bild. Und aus Oddpaw wurde Canvas. Canvas, wie heißt es gleich nochmal? Center for Applied Nonviolent Action Strategies oder sowas. Und Canvas ist sozusagen dann nicht mehr eine Studentenorganisation, sondern das ist, wie soll ich sagen, eine Professionalisierung. Das ist jetzt wie eine Art Firma, das ist die professionell, die du anheuern kannst, Canvas. Die kannst du anheuern. Deren Leute sind sozusagen ja, Berufsrevolutionäre, professionelle Revolutionsberater. Revolution als Business schon. Wobei, man muss fair bleiben. Also wenn du jetzt Canvas rufst, weil du vielleicht in einem Land lebst, wo du sagst, wir brauchen hier Regime-Change, dann du musst die jetzt nicht direkt bezahlen, sondern offiziell geben die ihre Workshops und so weiter umsonst, seinerzeit in Ägypten und so. Aber es ist sozusagen eine Weiterentwicklung. Von Oddpaw, die echt eine reine Studentenorganisation waren, serbisch, ist Canvas ist so eine Marke geworden, ein ich weiß nicht, ob Firma der richtige Begriff ist, aber eine professionelle Organisation, die dann eben weltweit operiert. Oddpaw, Canvas, die hängen wirklich zusammen, das sind die gleichen Leute. Ich habe jetzt den Namen aufgeschrieben hier, einer von den Mitbegründern, sowohl von Oddpaw als auch Canvas, der auch immer noch hier Chef ist oder in einer höheren Position bei Canvas, das ist ein gewisser Srda Popovic. Und den hat man dann auch gepusht, gefördert, weltweit. Der hat dann hier jede Menge Preise zum Beispiel bekommen. Ich kann mir nur mal vorlesen. So. Im November 2011 wurde dieser Popovic von Oddpaw Canvas, wurde der vom Foreign Policy Magazine, also ein amerikanisches Druckwerk von so Thinktanks, die haben den als einen der Top 100 Global Thinkers, globale Denker, einer der Top 100 gesehen. Warum? Weil er den arabischen Frühling inspiriert hat. Da waren die überall am Start.
Arabischer Frühling, Hotpour, Canvas. 2012 wurde er für Nobelpreis nominiert, Friedensnobelpreis. Weil man fragt, wie viel Frieden bringt der Mensch in die Welt? Das ist die andere. Und ich will ihm ganz Böses, das ist das Ding. Ich meine, dieser Popovich selbst ist vielleicht, ich kenne ihn ja nicht, aber ich könnte mir immer noch vorstellen, dass er wahrscheinlich immer noch Idealist ist oder sowas. Und ja, Freiheit und ich kämpfe gegen Diktaturen. Aber der einfach, das ist, ich weiß es nicht genau, aber der vielleicht gar nicht versteht, für wen der eigentlich arbeitet, auf welchen Kahn der vorgespannt wird. Und das ist, was an dieser Geschichte immer so ärgert. Ja. Aber hier, der hat noch mehr Preise bekommen. 2014 wurde er vom World Economic Forum in Davos. Ich meine auch da, was sind das für Gruppen? World Economic Forum, Davos. Ich meine, das ist wirklich so auch so ein privater Club von Globalisierern, wo die auch wieder ihre Strategien sich ausdenken, diese Welt eben gleichzuschalten und das gleiche Kommerzmodell weltweit zu packen. Von denen hat er auch einen Preis bekommen als Young Global Leader. Das klingt alles toll, aber ganz ehrlich, wenn du solche Preise bekommst von solchen Organisationen wie World Economic Forum, da musst du dich dann schon fragen, bin ich wirklich noch Idealist? Oder für wen arbeite ich eigentlich? Also ich meine, das ist jetzt nicht schmeichelhaft, vom World Economic Forum ausgezeichnet zu werden, dass die sagen, hey, hast du gut gemacht, super. Weil dann würde ich mich schon fragen, vielleicht arbeite ich doch für die falschen Leute. Aber gut, das ist persönlich mein Ding. Und die Begründung dafür ist noch interessant, warum er diesen Young Global Leader Preis bekommen hat. Zitat. Das ist auf Englisch, ich versuche es mal direkt zu übersetzen, so frei. Srdar, Sridhar, also der Popovich, er ist der Autor von dem Buch Blueprint for Revolution, also Blaupause, Schablone für Revolution. Ein lustiges, wirklich fun and humorous look, ein lustiges Buch, was weltweit halt hier gewaltlose Aktivisten irgendwie beschreibt. Es ist lustig. It's a fun read, macht Spaß zu lesen so. Aber es ist eine ernste Geschichte. Blueprint for Revolution. Wo auch immer du Revolution brauchst, setzt du die ein. Und das ist, was man diesen Canvas-Leuten natürlich vorwerfen muss. Dass für mich ist sehr, sehr eindeutig, dass sie sich vor einen Karren spannen lassen. Entweder bewusst und es einfach mitmachen und dann auch bezahlt werden. Und dann ist ganz cool. Weißt du, als Canvas-Boss bist weltweit anerkannt, bist bei solchen Veranstaltungen eingeladen, kriegst du Preise, das ist toll. Preise noch immer mit Geld verbunden und so. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Oder also entweder ist es so oder er lässt sich einsparen, weil er es einfach nicht checkt. Aber tatsächlich hat man sozusagen diese Leute, wo auch immer man eine Regime-Change braucht, setzt man die ein als Hebel. Ja? Und hier sehen wir mal, was war dieses Buch, aber hier sehen wir mal, wo dieses Canvas-Logo in den letzten Jahren aufgetaucht ist. Wie gesagt, das ist alles jetzt seit den 90ern. Das ist jetzt nicht ältere Sachen. Man könnte auch sagen, Faust ist jetzt natürlich per se keine neue Erfindung von Otpor. Also die Faust, das gab schon zu Revolutionszeiten vor 100 Jahren so als Kampfsymbol. Aber diese Otpor-Canvas-Faust, oftmals sogar im absolut gleichen Design, also der gleiche Blueprint, taucht halt in ganz vielen Dingen auf. Ich meine, in verschiedenen Sprachen, Libyen, Ägypten, Afrika, wo auch immer so. Ist immer dasselbe so. Und wahrscheinlich die Leute vor Ort wissen das vielleicht gar nicht. Du glaubst, du bist ägyptischer Freiheitskämpfer, weißt aber gar nicht, für wen du eigentlich arbeitest. Ja, hey, klar, mit der Faust, da gehe ich mit und so, liegt auch nahe. Aber das ist eben weltweite Revolution. Und richtig heiß wird es halt, wenn man so schaut, wo sind die denn am Start? Denn wie gesagt, ich gehe ja mit. Mir geht es auch um Freiheit. Und ich stehe immer auf Seiten von Freiheit und den Menschen, gerade dem einfachen Menschen, dem Volk, die Lebensbedingungen verbessern. Das ist, um was es geht hier auf dieser Welt. Ja? Aber da gibt es ganz viele Orte auf der Welt, wo die Freiheit echt mit Füßen getreten wird. Ja? Aber nicht überall ist Otpor und Canvas aktiv. Und da kann man, wenn man das so anschaut, dann ergibt sich dann schon schnell so ein Bild, wo man erkennt, aha, es ist halt ein politisches Instrument. Die sind ein Instrument in diesem geostrategischen Spiel. Georgien zum Beispiel. Oh Mann, da könnte man auch viel drüber reden, über diesen Georgienkrieg vor ein paar Jahren. Ihr erinnert euch, wo dieses kleine Georgien mit dem verrückten Krawattenfresser, das ist kein Witz. Saakashvili hieß er. Wenn ihr mir nicht glaubt, tippt es mal ein hier irgendwann bei Gelegenheit. YouTube ist Saakashvili eating his pie. Wahrscheinlich Krawattenfresser reicht auch schon. Dann kannst du mal sehen, was das auch für ein psychisch wackeliger Charakter ist. Der dann echt, wenn er glaubt, die Kamera sitzt da, stopft er sich einfach die Krawatte in den Mund und kaut da dran. Wo ich denke, was ist denn hier los? Wie so eine Übersprungshandlung ist. Egal. Aber da hat dieser Saakashvili auch eben genauso ein
Agent, ein Vertreter von diesen westlichen globalen Strukturen, die haben dort Stress gemacht gegen Russland, haben auf einmal Russland angegriffen. Aber wie ist denn dieser Saakaschwili überhaupt ins Amt gekommen? Das ist diese eine von den Farbenrevolutionen gewesen. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe man denn bei Georgien hatte, aber das ist schon an sich ein Code, die Colored Revolutions, die Farbenrevolutionen, die da in mehreren Ländern abgingen, ob das Ukraine ist, und zwar noch weit vor Maidan. Wir reden noch zu der Zeit mit dem, also noch vor Maidan, noch vor Janukowitsch, der Präsident, der vor Janukowitsch kam. Da gab es ja schon diese erste Colored Revolution, damals noch mit der Timoschenko, das war alles noch vorher. Ja? Und man setzt die halt ein, um Regime-Change zu machen in den Ländern, wo man es braucht. Georgien, Ägypten. Ägypten ist nochmal wirklich auch ein Sonderfall. Ja, da würde ich mal gesondert drüber reden. Weil Ägypten dort diese Revolution wirklich dann auch eine Volksrevolution war. Und das ist nicht ganz so einfach, ist zu sagen, naja, das haben jetzt nur so diese vom Ausland gesteuerten NGOs wie Canvas gemacht. Aber das ist ja immer so, wie soll ich sagen, so diese Strategien können auch nur klappen, wenn du auch irgendwo Unzufriedenheit hast im Land. Ja? Wenn alle glücklich sind, dann geht das auch nicht. Das ist eh klar. Ja? Aber was halt hier schon offensichtlich wird, Ukraine, Libanon. Und noch interessanter wird es auf der nächsten Grafik. Das ist übrigens von ihrer Homepage, also das ist von deren eigenen Seite von Canvas. Ja. Das ist wo ongoing struggles, also das erste war, wo sie schon Erfolg hatten und jetzt, wo sie jetzt gerade aktiv sind. Da entsteht dann schon eine gewisse Tendenz, möchte ich sagen. Ja. Venezuela sehen wir hier, Mittlerer Osten, Nordafrika. Diese ganze Geschichte arabischer Frühling, dieses Nation-Building, dieses Restrukturieren und so weiter. Weißrussland, sehr ähnlich wie das Szenario Ukraine. Auch da Weißrussland, auch so ein Land, was man so gerne rausreißen möchte aus diesem russischen Kontext. Ja. Obwohl die da hingehören, das ist nun mal der Nachbarland. Aber hey, das ist, was wir aber dort doch definitiv jetzt erkennen können, dass es da ein Muster gibt. Ja, das geht nicht darum, hier die Welt aus reinem Idealismus zu befreien, überall dort, wo halt Diktaturen herrschen. Weil was ist mit all den Diktaturen hier in Afrika? Was ist mit Saudi-Arabien, den Golfstaaten, die größten Diktaturen der Welt sind? Saudi-Arabien, wo das Land schon so heißt wie eine Familie. Da passiert das nicht. Da passiert das nicht. Jetzt können natürlich die Canvas-Leute sagen, naja, da hat uns halt keiner gerufen. Wir gehen ja nur dorthin, wo wir gerufen werden. Ja, aber es fällt halt schon auf, dass sie nur in den Ländern am Start sind, wo auch der Westen eben ein Interesse hat an Regime-Change oder an Veränderungen gewisser Art. Und dort treten die auf. Das heißt, was wir dort sehen, zusammengefasst, ist halt eine NGO, eine Non-Government-Organisation. Und diese NGOs, die werden halt genutzt, die werden benutzt als Teil von einer Agenda, die eben diese Globalisierung beinhaltet, dieses auf weltweit das in die gleiche Richtung schalten. Und wenn da irgendwo Länder nicht mitspielen, dann muss man die gefügig machen. Und da gibt es eben zig Mittel. Es fängt an mit wirtschaftlichen Druck, Sanktionen und so weiter. Das nächste ist eben dann das, was diese ganze Canvas-Otpor-Geschichte ist. Zivilen Widerstand im Land anschüren, den anheizen. Und die höchste Option ist eben dann wirklich militärisch zu intervenieren. Aber, und dazwischen gibt es ein paar Reihen von Grautönen. Aber das ist, man hat eben so verschiedene Register, die man ziehen kann, um sowas wie einen Regime-Change durchzuziehen. Und NGOs spielen dabei eine ganz große Rolle. Und was mir daran so wehtut, ist, dass ich schon meine, dass die meisten, die bei so NGOs aktiv sind, die meisten bestimmt, das gar nicht sehen. Und deren Energie und deren Idealismus wird missbraucht. Das ist so ähnlich wie jetzt ganz aktuell, anderes Thema, die kleine Greta mit Fridays for Future. Das ist genau das Gleiche. Die sind Teenager und Schüler. Die werden missbraucht, deren Energie wird missbraucht. Die wissen gar nicht, vor welchen Kahn die stehen. Das kann man ihnen vielleicht auch nicht erwarten. Ich meine, von einem 14-jährigen Mädchen kann man das nicht erwarten, dass sie das durchdringt. So. Also ich hätte mit 14 überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber was wir halt sehen, ist, dass wirklich legitime und ehrliche Gefühle von Menschen werden eben missbraucht und man versucht, die vor ihren Kahn zu spannen. So eine Unzufriedenheit, ey, dann können wir sie doch einsetzen für die eigenen Zwecke, für Regime-Change. Und man sieht das in ganz, ganz, ganz vielen NGOs, in verschiedenen Dingen. Also da geht es ja immer dann wirklich schon darum, gegen ein Militär oder autoritäres Regime anzukämpfen. Aber wir sehen diese NGOs auch im Kontext Umweltschutz.
Das ist auch ein Riesending, wo die benutzt werden. Das sind Werkzeuge, um eben eine Agenda durchzusetzen. Ne? Ja, und hier Canvas. Wo sind die jetzt in Frankreich zum Beispiel? Gelbwesten. Und dort eben so ein harter Staat. Sind da irgendwie die Canvas-Aktivisten? Offensichtlich nicht. Frankreich ist eine Diktatur. Aber das ist das. Wer bestimmt das, wo man solche Profis irgendwie zum Einsatz bringt und wo nicht? Warum nicht in Frankreich, wenn das Volk ist, was demonstriert? Warum nicht eben in Saudi-Arabien? Oder, was weiß ich, will ja nicht so fixiert sein. Du kannst so viele Länder finden. Ganz ehrlich, die meisten Länder auf der Welt sind autoritär. Das muss man so sagen. Ich habe viel gesehen, die meisten sind autoritär. Zum Beispiel Thailand, wunderschönes Land, kann ich nur jedem empfehlen. Aber Thailand, da haben sie auch letzte Woche gewählt und Da hat gewonnen die Militärpartei. Da haben die schon eine eigene Partei gegründet. Die heißt aber Militärpartei. Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Programm haben. Ist egal. Wähl Militärpartei. Ja, du hast es in den meisten Ländern der Welt. Versteht ihr? Hast du so autoritäre Regime. Und du kannst auch Unzufriedene finden, die dagegen sind. Du findest überall irgendwelche Minderheiten. Ob es jetzt unzufriedene Studenten sind, also so Intellektuelle. Oder ob es Ethnien sind oder eine religiöse Minderheit. Bis hin zu irgendwelchen konstruierten Dingen. Du findest immer Minderheiten. Und wo bringst du es zum Einsatz und wo nicht? Das ist, was hier NGOs halt sind. Die sind so ein Mittel. Und lassen sich da missbrauchen. Und das tut mir echt weh. Das tut mir wirklich weh. Ja, jetzt sind wir eigentlich noch schon ganz am Ende angekommen. Und ich möchte jetzt aber noch einmal zurückkommen, noch einmal auf diese Jugoslawien-Geschichte. Ich habe es euch gesagt, das ist ein massiver Bruch vom Völkerrecht gewesen. Es ist nicht nur ein Bruch des Völkerrechts, weil das gab es schon vorher. Es gibt immer Rechtsbrüche auch. Deswegen braucht man ja Gerichte und so weiter. Weil das Recht wird auch gebrochen von Leuten. Ne? Aber was dort passiert ist, war nicht nur ein Bruch des Rechts, sondern es war die Abschaffung von dem Recht. Und das wird ersetzt mit etwas Neuem, Menschenrecht, was du überall einsetzen kannst, grundsätzlich. Was auch ein bisschen schwammig ist, weil ich meine, wie gesagt, Menschen werden überall irgendwo unterdrückt, gefühlt in den meisten Ländern. Es gibt immer irgendjemanden, der, ob zu Recht oder Unrecht, der sich halt unterdrückt fühlt. Das ist keine Frage, das gibt es überall. Aber wie leichtfertig und nonchalant man dieses Völkerrecht und diese Chance auch verspielt hat, mittels OSZE vielleicht wirklich was Gemeinsames aufzubauen in Europa, ohne diese Trennlinie, diese alte Front, der Osten, die Russen, alles, was russisch dominiert ist, eben auch Serbien, ist sozusagen das böse Lager. Wie leichtfertig man das einfach vergeben hat, das tut mir heute noch weh. Weil es war schon durchaus vielleicht eine historische Chance. Und damals war der Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es war ja erst vor ein paar Jahren, rund um die Ukraine-Geschichte, als es um die Krim auch geht, wo dann immer aufgeschrieben wird, ja, hier, die Russen brechen das Völkerrecht, wo ich mir denke, echt? Really? Welches Völkerrecht? Das Völkerrecht, was eben schon Jahrzehnte vorher gebrochen wurde. Und das wusste ich eben damals schon, das war mir damals schon klar, wenn du einmal das brichst, das werden dann auch andere machen. Und mit welcher Argumentation kannst du denn dann andere Länder daran hindern? Mit welcher Argumentation, ich meine, China kann dasselbe sagen, hey, weißt du, in Tibet, hey, da werden Chinesen unterdrückt. Menschenrechte, da intervenieren wir. Russland kann sagen, hey, in der Krim oder im Donbass, da werden russische Leute unterdrückt. Da intervenieren wir, das ist völlig legitim, weil das machen ja alle. Das ist genau das. Was willst du denen vorwerfen? Und rund um diese Krim-Annexion hat er dann vor ein paar Jahren eben derselbe Gerhard Schröder, der damals Kanzler war, der Regierungschef in unserem Land war und der unser Land in diesen Krieg geführt hat, der hat er dann, als es eben rund um die Krim ging und man den Russen so Vorwürfe gemacht hat, und ihr wisst, der Schröder, der macht ein gutes Business hier mit Gazprom, ist geschäftlich verbunden mit Russland und den Energiekonzernen vor Ort. Und deswegen hat er da eine Haltung ja pro Russland angenommen. Und dann, als dann ihm gesagt wurde, ja, aber ist das nicht ein Bruch des Völkerrechts, was die Russen in der Krim machen? Die Annexion der Krim, ist das nicht ein Bruch des Völkerrechts? Und wie dann der Schröder da so nonchalant, weißt du, so mit einem Lächeln, weil er hat natürlich seinen Charme auch, ja, wie er das mit einem Lächeln so wegsteckt und sagt, naja, Völkerrecht, wissen Sie, 1999 haben wir auch das Völkerrecht gebrochen. Dann dachte ich mir, wow, ey, ich habe das damals gesagt, aber wenn ich das gesagt habe, haben die Leute komisch angeschaut, als ob man komisch riecht. Was? Schröder bricht doch nicht Völkerrecht, sondern der kämpft doch gegen Auschwitz. Wie kannst du den so beleidigen? So? Und dann sagt er Jahrzehnte oder ein paar Jahre später, 15 Jahre später, sagt er dann, naja, damals Völkerrecht, zum Schulterzucken. So. Das haben wir damals auch ein bisschen locker gebrochen. So.
Und das tut mir bis heute weh, weißt du? Ich will jetzt, ich bin keiner, der so Rache fordert oder Vergeltung, aber es ist doch erstaunlich, dass kein einziger von diesen Leuten auch nur irgendwie zur Rechenschaft gezogen wurde. Weder Schröder, noch Scharping, noch Fischer, um jetzt nur mal von den Deutschen zu reden, noch von international, also Leute wie Jamie Scheer, damals so der NATO-Sprecher, der auch immer die Deutschen so gepimpert hat, gesagt, hey, Regierung Schröder, super, Joschka Fischer, good man, weißt du, ich meine, das schon, wenn du als grüner Außenminister vom NATO-Sprecher explizit gelobt wirst, wie super der doch die Deutschen im Griff hat, weißt du, dass die da auch mitmachen, verrückte Welt, Also, man konnte es damals sehen, aber die meisten Leute halt nicht. Aber dass keiner von denen auch nur irgendwie zur Rechenschaft gezogen ist, wurde, gerade jetzt im Nachhinein, wo man es genau weiß, schaut euch diese Doku an, es begann mit einer Lüge. Diese Dinge sind alle offen. Welche dreisten Propagandalügen da serviert wurden, einer Öffentlichkeit, einer deutschen Öffentlichkeit, im Fernsehen, in Zeitungen. Keiner von denen hat irgendwie eine Konsequenz tragen müssen, weder juristisch, und wie gesagt, ich bin der Letzte, der es fordert, aber doch zumindest mal aufarbeiten, dass man mal sagt, hey, das, was wir damals gemacht haben, war falsch, sorry dafür. Das ist doch das Mindeste, was man erwarten kann. Oder vielleicht eben auch eine juristische Aufarbeitung. Aber nichts. Das kam nie von irgendeiner Zeitung, irgendwann mal ein Kommentar, dass man sagt, naja, das haben wir damals falsch bewertet. Sorry. Das kommt nicht. Das kommt nicht. Man macht einfach so weiter, so als ob nichts gewesen wäre. Obwohl heute es völlig offen ist. Wie gesagt, es ist eine ARD-Doku, die das zeigt. Es ist völlig offen. Da wurde gelogen, dass sich die Balken bringen, um einen Angriffskrieg loszuziehen. Und ja, im Grunde, wenn ich heute darüber nachdenke, schockiert es mich noch immer, dass das einfach geschehen konnte, ohne irgendeinen Widerspruch, ohne irgendjemand, der was dagegen sagt. Und das, obwohl ein paar Jahre vorher wir in Deutschland noch, da haben die Kirchenglocken geläutet, weil die Amerikaner halt im Golf was machen. Heute juckt es keine Sau mehr, wenn die Amerikaner oder sonst wer irgendwo auf der Welt Krieg führt. So abgestumpft sind wir. Aber Anfang der 90er hat uns das noch bewegt. Und dann ab 98, 99 ist es einfach irgendwie was egal. Und das tut mir immer noch weh, weil das sollte so nicht sein, ne? Ja, damit kommen wir zum Ende für heute. Man könnte ja noch über viele sprechen. Die 90er Jahre, echt interessant, diese Zeit, wo sich das gewandelt hat. Es hat natürlich mehrere Ebenen noch. Aber jetzt einfach nur aktuell, was eben jetzt sich gerade jetzt im Frühjahr 2019, ist das jetzt 20 Jahre her. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Vielleicht auch eine Erinnerung an diese Ereignisse oder auch diese Zusammenhänge da mit Oddporn, Canvas. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder reichlich Kommentare schreibt und auch weiterhin unsere Arbeit unterstützt hier bei Nuviso. Schließt ein Premium-Abo ab, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr uns und meine Arbeit unterstützen könnt, und wir brauchen euch, damit wir diese Aufklärungsarbeit weitermachen können. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich froh, dass ich das machen kann, auch weil, wenn ich mich da zurückerinnere, da 1999 gab es eben niemanden. Da gab es Leute wie mich und ich war bestimmt nicht der Einzige im Land. Ein paar Wochen später habe ich es in Leserbriefen erkannt, hey, da gibt es noch ein paar andere. Aber es gab einfach kein Medium, wo du das mitteilen kannst. Es gab einfach das nicht. Heute haben wir Internet, aber wir müssen diese Dinge stärken, damit auch da so ein Gegengewicht auch bleibt. Weil wenn wir diese alternativen Medien, also und wer weiß, wohin das jetzt auch gerade geht, da ändert sich ja auch viel. Wenn wir keine starke, freie Medienszene haben, dann gibt es halt niemanden, der dort Kontra gibt. Die Vielfalt in den Zeitungen, so wie man das früher gehabt hat, der Spiegel ist links und die FAZ ist rechts, vergesst schon damals Gleichschaltung, da gibt es keinen Widerspruch. Deswegen brauchen wir freie Medien, alternative Medien, und die funktionieren aber nur mit eurer Unterstützung. Weil wir kriegen keine Unterstützung von oberer Stelle, weil wir halt nicht in diese Narrative auch unterstützen. Deswegen brauchen wir euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet beim nächsten Mal wieder rein.